بكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوا بي بصافو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قدوتنا وحبيبنا محمد وآل الطيبين الطاهرين، أما بعد. Wir werden inshallah heute mit der Sure Zuhruf, die wir letzten Unterricht angefangen haben, weitermachen und werden inshallah versuchen, diesen Unterricht heute zu beenden. Der heutige Unterricht wird sein inshallah die glitzernde Route der Verkündung. Der letzte Unterricht war gewesen, die glitzernde Route der Diamanten. Heute wird es sein, die glitzernde Route der Verkündung. Also es geht heute quasi um die Dawa-Arbeit, um die Verkündung des Islams, beziehungsweise auch, was uns direkt anzusprechen hat, die Aktivitäten auch unter anderem im Auftrag des Islam, weil die islamische Verkündung, das heißt Tebliğ-Çalışmaları, die Dawa-Arbeit, das ist eine Arbeit, die auf jeden Fall koordiniert laufen muss, und man muss diese Arbeit in einer koordinierten Struktur, in einer Jamaat-Arbeit auf jeden Fall machen, in einer Gemeinschaft, weil wenn man diese Dawa-Arbeiten, die man zu tätigen hat, nicht in einer Gemeinschaft, nicht in einer Jamaat macht, dann ist der Effekt so gut wie möglich gar nicht, so kaum wie möglich zu erkennen. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass jeder in einer Jamaat, in einer Gemeinde, in Gemeinschaft, diesbezüglich seine Aufgaben der Verkündung, eine Verkündung heißt Tebliğat, sehr, sehr gut kennt, beziehungsweise wie er diese abzuleisten hat, weil nur so können wir als Muslime eine gemeinschaftliche Arbeit herausbringen und hervorstechen lassen, die letztendlich irgendwann mal eine Spur ergibt und wo vielleicht inshallah später auch Generationen inshallah nach uns von dieser Arbeit auch profitieren können. Ja? Deswegen müssen wir koordiniert zusammen in einer Gemeinschaft, das gilt auch natürlich für die Brüder und Schwestern hier im Internet, ich werde jetzt inshallah auch gleich explizit an die Leute vielleicht, die im Internet zuhören, etwa eine kleine Ansage diesbezüglich machen. Im Auftrag des Islam ist eine Plattform schon seit über 10 Jahren, also fast 15 Jahren, die auf die Verkündung basiert ist. Also wir verkünden, wir haben das Wort als Hauptbotschaft, den Menschen zu übermitteln. Und das werden wir auch inshallah im Laufe unserer ganzen Arbeit, solange Allah Ta'ala uns das Leben auch gibt, versuchen weiterzumachen. Dieses Wort, das Wort von La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, im Auftrag des Islam auf die schönste, auf die beste Art und Weise inshallah zu verkünden. Da gibt es natürlich die Prioritäten. Ja, die Priorität ist ganz klar erstmal der Tawhid. Ja, ohne den Tawhid geht es gar nichts. Und danach kommen die anderen Ansprechgruppen. Und zum Thema Ansprechgruppen, also was hat denn im Auftrag des Islam oder beziehungsweise was hat er denn auf die Plattform als kurzfristig beziehungsweise als langfristige Ziel vor Augen? Dass wir nämlich natürlich diese Verkündung des Islams an alle Menschen, soweit es in unserer Kraft ist, übertragen können, vermitteln können, diese Arbeit. Und dafür gibt es 6 verschiedene Ansprechgruppen von Menschen, die wir uns schon seit Jahren als Ziel gesetzt haben. Und diese 6 verschiedenen Ansprechgruppen, ja, Ansprechpersonen sind, die wir als im Auftrag des Islam vor uns finden, in der kompletten Dawa-Aktivität, sind erstens die Atheisten, ja, das heißt, die Leute, die nicht an Gott glauben, ja, da gehören auch die Agnostiker auch mit dazu, beziehungsweise die Deisten. Also an die Atheisten und an die Deisten. Das ist das Hauptproblem heute in Europa. Ich habe immer wieder, schon seitdem wir mit dem Koranprojekt auch angefangen haben 2010, aber auch schon davor gesagt, unser Problem ist nicht, dass wir eine Gesellschaft voller
Kemalisten, Demokraten oder Juden oder Christen haben, also Ahle Kitab. Unser Hauptproblem ist, dass diese Menschen in der Bevölkerung, in der wir leben, quasi gar nicht an Gott glaubt. Deswegen ist es unsere Aufgabe, muss es eigentlich unsere Aufgabe sein, an erster Stelle das Thema Atheismus zu widerlegen, auf die beste Art und Weise. Die zweite Gruppe ist, die wir zu verkünden haben, das sind die Leute der Ahle Kitab, die Leute des Buches, das sind die Juden und den Christen. Denen müssen wir auf jeden Fall dem wahren Wort des edlen Korans beibringen und auch beibringen, dass ihr Buch, das heißt die Tora und das Evangelium, eigentlich auf den letzten Propheten Mohammed a.s. mehrere Mal hinweisen. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe ist, an jene, welche an die falschen Systeme folgen. Ja? Den falschen Systemen folgen. Denn die Systeme, die Staatssysteme vor allem in der heutigen Zeit, das sind die neuen Religionen. Ja? Demokratie, Kapitalismus, Kommunismus, Laizismus. Das sind alles Religionen weltlicher Art. Ja? Also die Menschen quasi, weil Religion heißt ja nicht unbedingt eine Sache, die vom Himmel runterkommt. Religion heißt ein Wert, eine Struktur, ein Grundwerten, denen man folgt. Und Menschen, die diesen weltlichen Religionen folgen, denen müssen wir auch die wahre Religion verkünden. Viertens, an jene, welche der halben Religion folgen. Ja, ne? Den Laizisten und den Demokraten. Jetzt werden natürlich einige sagen, was unterscheidet das von dem, was ich gerade gesagt habe? Vieles, weil es gibt hier einige, die von sich behaupten, Muslime zu sein und sagen, wir können aber auch gleichzeitig einem laizistischen oder einem demokratischen Staat folgen. Beziehungsweise der Shaitan macht ja Offenbarung, Wahi, an seine Freunde, dass sogar Menschen kommen und sagen, Devlet laik olabilir, ama insan laik olamaz. Also der Staat kann laizistisch sein, aber der Mensch kann nicht laizistisch sein. Also ich kann, oder der beste Spruch, was ich gehört habe, der beste natürlich in Anführungsstrichen zu setzen, wie die bekannte Person das gesagt hat, ben laik bir devleti müslüman başbakanıyım. Also ich bin der muslimische Präsident eines laizistischen Staates. Das ist natürlich Witz, aber wie gesagt, mit sowas manipuliert man quasi die Menschen, bewusst oder unbewusst. Und an diese Leute müssen wir auf jeden Fall als Viertes verkünden, weil diese Leute behaupten ja von sich, Muslime zu sein. Ja, das ist ja schon mal das Paradoxe bei der ganzen Geschichte. Den müssen wir verkünden. Fünftens, wen müssen wir noch verkünden? An jene, die den Zikir von der Politik, beziehungsweise das Zikir von dem Dschihad trennen. Wir müssen beweisen, wir müssen erklären, anhand vor allem der Sunna unseres Propheten und auch dem Koran natürlich, dass der Zikir, das Tasawuf-Leben und die politische Aktivität bzw. der Dschihad, das heißt hauptsächlich der islamische Widerstand, zusammengehören. Das sind die nicht voneinander zu trennen sind. Und das sind heute zum Beispiel der Fehler, in dem die Sufis heute zum größten Teil gerutscht sind, dass sie sagen, halt, Tasawuf ist halt das Ganze, obwohl es das halbe ist, und sagen, die anderen Teile, Politik und Widerstand, das gehört alle nicht dazu, bete zu Allah und Allah wird dir geben, was du willst. Also so ein Verständnis gibt es in der Menschheit unseres Propheten nicht. Denen müssen wir das erklären, dass alles zusammengehört. Ja? Sechstens, und das ist unsere letzte Gruppe, die wir uns vorgenommen haben, inshallah, die Verkündung ranzubringen, an jene behaupten, die erstens nicht der Sunna zu folgen, die sagen, die Sunna gibt es im Islam nicht, die sogenannten Quraniyun, also dieser Quran yeter, uns reicht der Koran, diese Leute sind nicht zu unterschätzen, die sind sehr, sehr viel, in den Fernsehen reden diese Leute am meisten, ja? Die sind dann sagen, ja, Buhari ist doch unwichtig, Muslim ist doch unwichtig, die ganzen sechs Hadith-Bücher sind unwichtig, weil diese Rivayet ist 200 Jahre später statt und so lügen halt kommen mit Halbwahrheiten. Diesen Leuten müssen wir verkünden, und unter anderem in der sechsten Kategorie, und das ist quasi das letzte im Glied, ist, dass die Leute, die von sich behaupten, keiner Rechtsschule folgen zu müssen, das sind die, denen wir auch verkünden müssen. Also die sagen, wir brauchen keine Rechtsschule, der Prophet hat keine Rechtsschule gehabt, die Sahabe haben keine Rechtsschule gehabt, die kamen erst später, das ist wieder so eine Halbwahrheit, kommen dann und sagen, wir brauchen 4 Rechtsschulen nicht, aber sind dann Leute, die quasi aus 4 Rechtsschulen dann fast 400 gemacht haben. Und das ist normalerweise ein sehr, sehr großer Widerspruch. Genau diese Sachen müssen wir ansprechen. Und das müssen wir als im Auftrag des Islam, diese 6 Leute, diese 6 Ansprechgruppen, müssen wir uns herannehmen als Verkündungsplattform.
Und für diese Arbeit, für diese Dawa-Arbeit sind wir verpflichtet, koordiniert zu arbeiten. Ja? Daher wollen wir für diese 6 Bereiche Bücher in unterschiedlichen Sprachen vorbereiten und brauchen für diese Sache, und das geht erstmal vorab hier an die Brüder und Schwestern im Internet, auf jeden Fall eine finanzielle Unterstützung. Weil unser Ziel ist es, nicht nur in Wort, indem wir Videovorträge machen, das kann ich sein, das kann Azad sein, das kann Yasin sein, nicht nur in Videos, dass wir auch Bücher vor uns haben und vor uns haben, natürlich immer fortlaufend mit besserer Qualität, mit besseren Inhalten, die wir dann auch hinterlassen können mit einer gemeinschaftlichen Arbeit, dass ihr quasi auch ein Teil davon seid, weil diese Bücher, die kosten Geld. Buchdruck kostet Geld, Buchübersetzung kostet Geld, die Vorbereitung kostet Geld. Und das Schlimmste ist, es kostet ja nicht nur Geld, es kostet auch Zeit. Weil wir hier diese Zeit nicht haben, müssen wir uns relevante Personen aussuchen, die sich das auch zum Beruf gemacht haben, das kann nicht irgendjemand mal hier machen, den wir auch nochmal bezahlen, das kostet uns bei einem Buch manchmal um die 500 bis 800 Euro, das jeweils nach Buch, der eine Korrekturlesung macht. Also das ist alles mit Geld verbunden und im Endeffekt sieht man halt quasi nur, wie das Produkt rauskommt. Und unser Ziel wird es inshallah in langfristiger Zeit sein, dass wir in diesen 6 Bereichen Bücher inshallah vor uns haben und euch präsentieren können mit eurer gemeinsamen Unterstützung, die wir dann auch weiter verbreiten können und letztendlich auch, wenn umso mehr Unterstützung das kommt, auch inshallah irgendwann mal umsonst auch inshallah verteilen können, dass nur noch die Postkosten begleichen sind. Also das wird letztendlich irgendwann mal in langfristiger Zeit unser Ziel sein. Und ihr wisst, wir haben eine Seite, das ist die Seite aliyah.de, da gibt es viele Bücher. Wir haben aktuell an die 49 Bücher, also knapp 50 Bücher haben wir bis jetzt gedruckt, in türkischer Sprache, alhamdulillah. Aber Ziel ist es natürlich, auch das in deutscher Sprache rüberzubringen. Also viele Brüder und Schwestern sagen, ja Achi, warum sind die Bücher auf Türkisch? Ja, diese gleiche Frage stellen mir die Brüder aus der Türkei, ja Achi, warum machst du die ganze Zeit deutsche Vorträge? Machst du deutsche Vorträge, fragen die Brüder, warum machst du keine türkische Vorträge? Drückst du deutsche Bücher, fragen die Leute, druckst du türkische Bücher, fragen die, warum druckst du keine deutsche Bücher? Ja, weil die Zeit nicht da ist. Also ich bin kein Berufsprediger, ich verdiene Alhamdulillah, ich betone Alhamdulillah, dadurch kein Geld. Jeder von uns hat eine Arbeit, Alhamdulillah, jeder von uns hat hier eine Arbeit. Und wir sind auch, wie gesagt, wir müssen auch unsere Arbeiten davor, wir machen nebenbei diese ganzen islamischen Sachen noch mit dazu, oder eigentlich wäre das falsche Ausdruck. Wir arbeiten eigentlich nebenbei, hauptsächlich machen wir den Islam, nebenbei arbeiten wir eigentlich. Also unsere Zeit ist voll, wir haben einfach diese Personen nicht, die uns diesbezüglich unterstützen können vor Ort, auch nicht in der Ferne wollen wir diese Unterstützung nicht haben, wir brauchen halt Leute vor Ort. Und Ziel wird es inshallah sein, dass ich irgendwann mal mehr wieder im Türkischen Vorträge machen werde, inshallah. Und natürlich wird es auch Ziel sein, diese türkischen Bücher auch ins Deutsche zu übersetzen. Das wird es ja nicht nur sein. Wir brauchen ja im Deutschen auch mal explizit Bücher, die wirklich Deutsche ansprechen. Dazu gehören ja zum Beispiel Atheismus und Ehli Kitab, also das Thema Judentum und Christentum zum Beispiel. Atheismus natürlich ganz an erster Stelle. Was nützt mir denn, wenn ich jetzt eine Bandbreite von Sheikh al-Islam Mustafa Sabri ins Deutsche übersetzen zu lassen? Das muss jetzt mal jemand ins Deutsche übersetzen können. Nicht jeder, der Türkisch oder Arabisch kann, kann die Bücher auf Deutsch übersetzen. Also das sind hohes Niveau Bücher. Das ist Mustafa Sabri Efendi, kann nicht jeder verstehen. Cemal Hoca kann jeder verstehen. İskilipli Atıf Efendi kann jeder verstehen. Aber Mustafa Sabri Efendi kann nicht jeder verstehen. Das ist auch nicht ein Buch für jedermann. Einige Bücher sind ja für jeden. Geschichtliche Bücher, wo die Abschaffung des Kalifats geht, gar keine Frage. Aber nicht alle. Mevkuful Akta zum Beispiel, Kaulul Beşer zum Beispiel, das sind Kaulul Fasl, das sind zum Beispiel sehr, sehr tiefgründliche Bücher. Dafür braucht man auf jeden Fall ein Vorwissen. Aber nichtsdestotrotz, unser Ziel ist es auf jeden Fall als Plattform, in diesen 6 Bereichen Bücher zu haben, vorerst in deutscher Sprache. Dann natürlich irgendwo in türkischer Sprache, aber türkisch wird bei uns mehr der Bereich das Kalifat sein und Geschichte, inshallah. Und das Thema Hanbeli Fıkıh etc. werden wir machen. Aber dann wird es, und das ist unsere Hauptaufgabe, türkisch und deutsch muss bei uns ausgewogen sein.
Also wir wollen das so machen, dass die Plattform Auftrag des Islam auf zwei Sprachen aufgebaut ist, Türkisch und Deutsch. Das ist, muss so plus minus gleich sein, also weil sehr viele Leute auch Türkisch können, weil auch in vielen Ländern Leute Türkisch können, weil wir der türkischen Sprache sehr mächtig sind, Alhamdulillah, und mit der deutschen kann man das ungefähr genauso sagen. Wenn wir das haben sollten, inshallah, werden wir auch natürlich, wenn Allah uns das erlaubt, Bücher auf Arabisch drucken. Das wird auch sein. Aktuell, jetzt bereiten wir Bücher auf Urdu vor. Wir haben jetzt aktuell Bücher, 5 Bücher auf Urdu. Bereiten wir jetzt im Auftrag des Islam vor. Also unsere Verlag heißt ja nicht überall im Auftrag des Islam, das heißt dann Darul Hilafete Aliye Medreses. Ja? Damit wir das in den Medreses verteilen, die halt da in Region tätig sind. Also, wie geht diese Arbeit voran? Wie könnt ihr uns unterstützen, indem ihr natürlich finanziell diesbezüglich einen Beitrag dazu leistet? Und je nach seinem Ermessen, also wie gesagt, wir haben unser Konto auf aliye.de, da könnt ihr das überweisen, da seht ihr auch die Kontonummer, inshallah. Meine Empfehlung ist, kommt nicht und spendet 100 Euro oder 50 Euro oder 1000 Euro, nicht das. Macht wenig, aber dauerhaft. Denn das Beste, was bei Allah als beste Tat ist, was der Prophet sagt, edwamuha ve inqal, azza osas turekli olandır. Was wenig ist, aber dauerhaft ist. Wenn ihr sagt, ich kann im Monat 20 Euro spenden, oder 5 Euro, oder 10 Euro, oder 30 Euro, übertreibt nicht mit 100 Euro. Übertreibt nicht mit 50 Euro. Bleibt normal, übertreibt nicht. Je nach eurem Dings. Aber das ist eine Verkündung, die erstens Hadakai Jari ist, zweitens die für die Verkündung des Islams tätig ist und ihr seid dann somit ein Teil von dem Auftrag des Islam. Und wie gesagt, und diese Bücher, die müssen irgendwann rauskommen und dahinter steckt echt wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Lasst uns deswegen, inshallah, unseren Verlag von dem Auftrag des Islam, das Darul Hilafete Aliye Medreses, was ja quasi eine Medrese ist, wirklich inshallah gut ausbauen, damit wir inshallah, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich benutze das mal ein bisschen provokativ, aber auch bewusst, damit wir bewaffnet sind. Weil unsere Waffe sind die Bücher. Unsere Waffe sind nicht Waffen, indem wir andere töten. Unsere Waffen sind Waffen, indem wir anderen zum Leben erwecken. Indem wir die Menschen aufklären. Und wenn du in einen Krieg gehst, dann brauchst du unterschiedliche Waffen. Du brauchst einen Panzer, du brauchst eine Panzerfaust, du brauchst eine Handgranate, du brauchst normale Waffen, du brauchst ein Schwert, du brauchst ein Säbel, du brauchst ein Nachtsichtgerät etc. Und wenn du den Leuten verkündest, nicht um sie zu töten, sondern um sie zum Leben zu erwecken, so sagt es der Koran, folgt Allah und seinem Gesandten, wenn sie euch rufen, zu der Sache, die zu euch zum Leben bringt. Lima yuhyikum. Siza hayat veren ne çağrıldı zaman ona uyum. Und wir rufen zum Leben. Und damit wir diese Leute beleben, mit einer Spritze gegen diese Krankheit, also quasi eine wahre Impfung geben, gegen den Schirk, gegen die Bid'ah, gegen den falsches Nifak etc. Dafür müssen wir in Anführungsstrichen bewaffnet sein. Bewaffnet mit Waffen, die zum Leben erwecken, beziehungsweise mit Medizin. Oder sagt Apotheke zu mir aus. Und dafür brauchen wir ein Sortiment. Und unsere Sortimente sind Bücher. Wir brauchen nicht ganz, ganz dicke Bücher. 100 Seiten, 200 Seiten reicht. Ja, aber wir brauchen auch als Medrese natürlich auch dicke Bücher, die natürlich für relevantere Leute zu lesen. Also wir müssen als im Auftrag des Islam die glitzernde Route der Verkündung so glitzernd machen den Weg, dass wenn einer eine Frage stellt, zum Beispiel deine Schwester oder dein Bruder kommt aus dem Internet und sagt, ach, ich habe eine Frage dazu, tack, mache ich mein Links auf, tack, das ist das Buch. Der andere sagt, guck mal, zu diesem Buch gibt es auch einen Vortrag. Also versteht ihr, was ich meine? Dass wir die Bücher immer mit einem Vortrag ergänzen, ja? Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist die Hauptaufgabe von im Auftrag des Islam. Und dafür brauchen wir auf diese Arbeit ganz viel Geld. Nicht um Selbstprofit dafür zu machen, das haben wir Alhamdulillah sowieso nicht nötig, aber damit wir diese Arbeiten koordiniert ausbreiten können. Vor allem, wie gesagt, erstmal in dieser Sprache Deutsch und Türkisch. Und deswegen wird inshallah unser heutiger Unterricht auch dieses Thema beinhalten, ja, das Thema die Verkündung. Wenn ihr mal die Überschriften seht, dann werdet ihr auch sehen, dass diese Überschriften wirklich auch zum Thema passen. Erstens, an jene, welche die Verkündung missachten, das ist das Erste. Dann die Zweite, die Verkündungsarbeit von Musa a.s. Drittens, die nationale Ansprache Pharaos an sein Volk, ja. Viertens, streitsüchtige Menschen hinsichtlich dem Propheten Jesus a.s.
Fünftens, das ist eine sehr interessante Geschichte, 6 Blinde beschreiben einen Elefanten. Jetzt werdet ihr sagen, was hat das? Werdet ihr inshallah sehen. Und sechstens, das Ende dieser Route. Also das wird inshallah dieser heutige Unterricht sein. Ich möchte auch gleich mit dem Unterricht jetzt beginnen. Unter dieser Überschrift, ja? Ja? Denn die Verkündung ist die Haupt... Wenn euch mal jemanden fragen sollte, was für eine Sunna hat unser Prophet nie missachtet? Dann wird es die Antwort sein, die Dawa-Arbeit. Denn der Prophet, alaihis salam, und alle anderen Propheten haben immer Dawa-Arbeit gemacht, immer Tablir gemacht. Und weil wir die Halef des Propheten sind, also die Umma des Propheten sind und Zeuge für die Menschheit sein müssen, ja, müssen wir die Aufgabe unseres Propheten auf uns lastend sehen. Und das ist so gewesen, so haben sie Sahabe gemacht, so haben sie Tabi'in gemacht, so haben sie Erdbeitabi'in gemacht, bis heute. Und heute machen wir das und müssen wir das machen, die Fahne des Propheten a.s. tragen. Deswegen, warum wir auch untergegangen sind als islamische Umma, ist, weil wir die Verkündung missachtet haben. Warum die Kinder Israels verflucht wurden, warum war das gewesen? Der erste Schritt war gewesen, weil sie die Verkündung missachtet haben. Deswegen ist die Verkündung das A und O. Und wo stehen wir wieder auf, wo wir hingefallen sind? Wo sind wir denn hingefallen? Da, wo wir die Verkündung unterlassen haben. Emr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Deswegen, Verkündung ist erstmal ein Schutz gegen die anderen und Verkündung ist auch ein Schutz gegen dich selber. Denn in dem Augenblick, wenn du verkündest den Islam, egal wie es ist, schützt du dich erstens selber und lernst auch dein Wissen weiter. Deswegen, wenn du von A nach B verkündest, du verkündest nach B, aber schützt eigentlich A damit. Dich nehme ich damit. Wir haben damals einen Hodja hier gehabt, der ist jetzt gestorben, der war in Niedersachsen gewesen. Keiner kennt ihn natürlich von euch hier. Als sein Vater ihn damals nach Deutschland geschickt hat, keine Ahnung, in den 70ern vielleicht, hat er gesagt, wenn du nach Deutschland kommst, sage jedem, dass du ein Hodja bist und Hafiz bist. Herkese Hodja olduğunu anlat. Jetzt würden wir denken, was ist das doch Hochmut? Da hat er gesagt, nein. Denn wenn du jedem erklärst, dass du ein Hodja und ein Hafiz bist, wenn du einen Fehler machst, werden die Leute dich noch mehr darauf hinweisen. Die werden dann zu dir sagen, guck mal, du bist ein Hodja, du bist ein Prediger, wie verhältst du dich eigentlich? Also indem du das sagst, ist das eigentlich nicht eine Sache des Hochmuts, sondern eine Sache, indem du dich schützt. So, wenn ich morgen einen Fehler mache, dann ist es natürlich anders, wenn jemand anders einen Fehler macht. Dann sagt man, guck mal, Furkan macht diesen Fehler, schützt dich mal ein bisschen. Und wenn ihr draußen den Leuten den Islam verkündet, dauerhaft, und ihr nehmt morgen eine Zigarette und raucht das, dann werden die natürlich ganz andere Leute drauf, dann werden die Leute natürlich in eurem Umkreis drauf und sagen, hey, ist denn bei euch das normalerweise nicht verboten? Also das ist ein Schutz gegen euch selber. Und so möchte ich auch inshallah gleich mit dem Unterricht beginnen. Bismillahirrahmanirrahim. Also wie gesagt, die ganzen Grundthemen basieren wirklich heute inshallah zum Thema Verkündung und was damit mehr oder weniger zu tun hat. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ أَوْ تَحْتِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Das ist der 40. Vers der Sure Zuhruf. Da fangen wir inshallah an. Bist du es etwa, der die Tauben hören lässt, oder die Blinden und diejenigen rechtleitest, die sich in einem deutlichen Irrtum befinden? Ja, Mohammed, bist du es? Du kannst die Blinden nicht zum Sehen bringen und du kannst die Tauben nicht zum Hören bringen. Der edle Koran hat ein ganz eigenes Verständnis zum Thema Eingeschränktheit. Behindert zu sein, gehindert zu sein, eingeschränkt zu sein, ist nach koranischer Definition anders und nach säkularen Definition anders. Wenn jemand im Islam blind ist, sagt der Koran nicht zu ihm, er ist blind. Wenn jemand gehbehindert ist oder eine Behinderung hat, sagt der Koran nicht zu ihm, er ist behindert. Der Koran sagt behindert oder verhindert oder eingeschränkt zu jemandem, der blind vor der Wahrheit ist, der sagt zu denen, die sind blind, die sehen Hak nicht, sind taub, die hören die Wahrheit nicht, oder sie sind Jahil. Deswegen wird die Einsicht aufgebaut. Wer ist Jahil? Abu Jahil ist Jahil. Aber Abu Jahil heißt nicht Abu Jahil. Abu Jahil heißt auf Deutsch der Vater der Unwissenheit.
War Ebu Cehil, sein richtiger Name Amr ibn Hisham, war der Jahil? Nach heutigem säkularen Verständnis? Nein, im Gegenteil. Er war intellektuell. Er war vielleicht von 10 Leuten in Mekka, die lesen und schreiben konnten. Die Mehrheit, über Tausende, konnten in Mekka nicht lesen und schreiben. Ebu Cehil konnte lesen und schreiben. Er war intellektuell. Er konnte dichten. Er hat internationale Diplomatie geführt mit Abessinien, mit Römischen Reich, mit Persischen Reich. Er war intellektuell gewesen. Er war weltoffen gewesen. Er hat gesagt, du hast einen Gott, komm auch in die Kaaba rein. Also er war sehr offen gewesen. Der Koran sagt zu ihm Ebu Cehil. Also der Vater der Unwissenheit. Warum? Weil er nämlich Unwissenheit vor der Wahrheit gewesen war. Deswegen das Thema der Eingeschränktheit ist im Koran ganz, ganz anders zu verstehen. Aber Leute, die wir heute denken, die sind blind oder sind behindert, das merkst du in der islamischen Geschichte nicht einmal. Kennt ihr Abdullah bin Ummi Maktum? Kennt ihr den? Das war doch der Sahabi gewesen, der zum Propheten kam und der zu ihm was sagen wollte. Und der Prophet hat sich abgewendet von ihm, weil er mit dem Muschrikun geredet hat. Und dann kam die Verse Abasa wa tawalla an jahul a'ma. Warum hast du dich abgewendet von ihm, obwohl der Blinde zu dir kam? Abdullah bin Ummi Maktum. Wisst ihr, was das war? Als der Prophet mit diesem Vers konfrontiert wurde, weil er sich von ihm abgewendet hat, hat der Prophet immer, wenn er Abdullah bin Ummi Maktum danach immer gesehen hat, gesagt, O du derjenige, der mich mit, wo Allah im Koran mich mit dem gewarnt hat. Es kam so weit, sie kamen nach Medina, das ist in Mekka passiert, in der Hijra, nach der Hijra nach Medina. Und Abdullah bin Ummi Maktum kommt zum Propheten und sagt, ja Rasulallah, ich schaffe es nicht in die Moschee zu kommen. Ich bin behindert, ich sehe nichts. Wisst ihr, was der Prophet zu ihm sagt? Hörst du den Ezan? Er sagt, ja, dann musst du in die Moschee kommen. Er schränkt ihn nicht ein. Das können wir noch verstehen, ne? Aber wisst ihr, was wir heute nicht mehr verstehen können? Als der Prophet, alaihi salam, Medina verlassen musste, wenn er zum Dschihad gegangen ist, hat er sogar einmal ihn sogar als Emir dort gelassen. Abdullah bin Ummi Maktum. Als Emir dort gelassen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. So ist der Islam mit solchen Leuten umgegangen. فَإِمَّا نَزْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Sollen wir dich vorher fortnehmen? Sollten wir dich, O Mohammed, vorher fortnehmen, so werden wir doch an ihnen Vergeltung üben. Ja? Wenn wir dich vorher sterben lassen, O Mohammed, werden wir an ihnen Vergeltung üben. Die Strafe wird über sie kommen. Ja? Jetzt gibt es einen sehr interessanten Hadith unseres Propheten, alaihi salam, den lese ich jetzt, den habe ich zum ersten Mal bei diesem Koranprojekt entdeckt. Ja? Bei Sahih Muslim und Imam Ahmed kommt er vor. Und da sagt der Prophet, das ist ein Sahih-Hadith, alaihi salatu wassalam. Es hat mich sehr, sehr fasziniert, dieser Hadith, wie gesagt. Nochmal, der Vers lautet, sollten wir dich vorher fortnehmen, so werden wir doch an ihnen Vergeltung üben. Jetzt sagt der Prophet, alaihi salatu wassalam, in Sahih Muslim 6629 und Imam Ahmed kommt das vor. Sehr wichtig, die Sterne sind eine Sicherheit für den Himmel. Wenn die Sterne verschwinden, wird das dem Himmel widerfahren, was ihm angedroht wurde. Und ich bin die Sicherheit meiner Gefährten, meiner Sahabes. Und wenn ich gehe, wird das meinen Gefährten widerfahren, was ihnen angedroht wurde. Und meine Gefährten sind die Sicherheit meiner Umma. Wenn meine Gefährten verschwinden, wird das meiner Umma widerfahren, was ihnen angedroht wurde. Allahu Akbar. Also, wenn ihr islamische Geschichte kennt, dann werdet ihr ganz genau verstehen, was der Prophet a.s. hier gemeint hat. Dieser Knick. Der Knick nach dem Tod unseres Propheten und der Knick nach dem Verschwinden des Sahabe, Ridwanullahi alayhim ajma'in. Das ist hier ganz klar ein sehr, sehr wichtiger Hadith unseres Propheten. Wie gesagt, ein Sahih-Hadith. Oder wir zeigen dir, O Mohammed, was wir ihnen angedroht haben. So haben wir ja in beiden Situationen, also ob wir dich jetzt fortnehmen oder nicht fortnehmen, ganz die Macht über sie. Ja? Fastamsik billadhi uhiya ilayk, innaka ala siratin mustaqim. Also,
Halte also fest an dem, was dir eingegeben worden ist. Gewiss, du befindest dich auf einem geraden Weg. Schaut mal, wenn ihr euch inshallah mal irgendwann privat auch mal richtig mit Islam beschäftigt, also ich meine jetzt unabhängig Bücher lest, Dokumentationen anschaut, dann werdet ihr es merken, und ich mache das ja hauptsächlich vor allem mit dem Thema Orientalisten, die Orientalisten, die dir versuchen, den Islam anzugreifen oder versuchen zu sagen, Mohammed ist ein falscher Prophet, die verstehen eins nicht. Und das sagen sie auch. Sie sagen, wir verstehen nicht, woher Mohammed diese Eingabe bekommt. Wir verstehen nicht, wir wissen immer noch nicht heute, wer der wahre Autor des Korans ist. Weil der Koran unterscheidet sich wirklich im Wortgebrauch wirklich sehr stark von den Hadithen. Also wenn es das Wort Mohammeds ist, a.s., dann muss er mit den Hadithen ja sehr stark übereinstimmen. Stimmt er aber nicht. Sie wissen nicht, wer der Autor ist. Und vor allem, was Orientalisten in Dokumentation sagen, sind, wir erkennen, dass irgendetwas Göttliches da drin sein muss. In Mohammeds Verkündung. Denn wir sehen, dass Mohammed, so sagen sie, unter einem ständigen Diktat steht. Also wir sehen, dass Mohammed in seinen 23 Jahren Verkündungsarbeit, er wird komplett von jemandem diktiert, wie er zu handeln soll. Normalerweise hätte Mohammed als Mensch hunderte Mal von seinem Weg abweichen müssen, hunderte Mal einen Kompromiss eingehen müssen. Irgendwas müsste sich in seinem Leben verändern. Wir sehen aber, dass dieser Mensch in seinen 23 Jahren Verkündungsarbeit dauerhaft, und das erkennen Sie sogar, unter einem Diktat steht. Also er hat nicht mal die Situation, nach links oder nach rechts zu weichen. Wir sehen das, sagen Sie. Und genauso steht das hier im 43. Vers geschrieben. So wird er, also quasi mit dem edlen Koran, wird der Prophet auf Kurs gehalten. Also der Koran ist das, was unseren Propheten, die Offenbarung ist, was ihn quasi auf Kurs hält. Letztendlich muss natürlich, als euch also durch den Kopf gehen, was ist, was uns auf Kurs hält, muss natürlich der Koran sein. Ja? Wenn du den Koran aber jeden Tag liest und weißt nicht, was da drin geschrieben steht, dann wird dieses Buch natürlich dich nicht auf Kurs halten. Aber wenn du Interpretationen hörst, Unterrichte vom Koran hast, Koranprojekte hörst, Koranprojekte sind inshallah vorab natürlich im deutschen Sprachraum, Sachen, die Menschen natürlich auf Kurs halten. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Dies ist wahrlich eine Ermahnung. Also der Koran ist wahrlich eine Ermahnung und Zikruk, eine Erinnerung für dich und dein Volk. Und ihr werdet, wenn die Zeit eingetroffen ist, und angetroffen ist, wasself habe ich jetzt ein bisschen länger übersetzt, wenn die Zeit eingetroffen ist, werdet ihr, tus'alun, werdet ihr darüber, über den Koran, befragt werden. Der erste Befehl des Korans ist, lies. Derjenige, der doch befiehlt zu lesen, der wird doch auch hinterfragen, ob du gelesen hast. Und am Tage des jüngsten Gerichts, hier, 44. Vers, werden wir über den Koran befragt werden. Du wirst über dich befragt werden, ich werde über mich befragt werden, aber wir werden alle über den Koran befragt werden. Wenn Allah fragt, lies, wird er auch fragen, warum hast du nicht gelesen? Oder noch schwieriger, was hast du eigentlich gelesen? Ich finde diese Frage, was hast du eigentlich gelesen, noch härter. Weil du kannst lesen und denkst, du bist befreit. Was hast du gelesen und was hast du verstanden? Das wird hier nach dem 44. Vers des Sura Zuhruf sein. Und er ist wahrlich eine Ermahnung und eine Erinnerung für dich. Haben wurde übersetzt als, ja, in diesem Kontext von Sahabis, als Ehre und Ansehen für die Muslime und Nicht-Muslime von damals übersetzt. Ja? Qatade hat gesagt, damit ist das Ansehen der Muslime, der Koran ist ein Ansehen für die Muslime, und Mujahid hat gesagt, der Koran ist auch ein Ansehen für die Nicht-Muslime. So ein heftiges Buch. Was heißt das? Wir verstehen natürlich, wenn wir sagen, der Koran ist ein Ansehen, dadurch bekommen wir Sheref und Itibar, Stolz und Würde durch den Koran. Durch den Koran bekommen wir Würde.
Wenn wir den Koran hochhalten, wird Allah Ta'ala uns hochhalten. Wenn wir den Koran nicht hochhalten, dann wird doch Allah uns auch nicht hochhalten. So war es in der Geschichte gewesen. Immer wenn wir diesen Koran zu Anayasa, zu einer Verfassung gemacht haben, hat Allah jeden Staat von uns, den Staat des Propheten, den Staat der vier Khulafa'i Rashidin, in der Zeit des Seldschuken, Emeviten, Abbasiten, Osmanen, Andalusien, Memluken, egal. Alle, die gesagt haben, das ist mein Gesetz, hat Allah Ta'ala sie über die Welt herrschen lassen. Aber nachdem wir den Koran als Verfassung weggemacht haben und gesagt, ne, das können wir an den Gräbern verlesen, ja, oder zu Hause in den Wohnungen aufhängen, hat Allah Ta'ala auch uns in den Wohnungen aufgehangen. Also dieses Buch hat das gemacht. Deswegen können wir das verstehen, natürlich, wenn wir uns an dieses Buch halten, haben wir als Muslime die Ehre. Die Frage ist aber, wie Mujahid gesagt hat, auch die Nicht-Muslime zur Zeit des Propheten haben dadurch Ehre bekommen. Hä? Was heißt das? Das heißt unter anderem, schaut mal, wenn der Koran nicht zwischen den Jahren 610 und 632 herabgesandt worden wäre, also knapp in diesen 22 Jahren, wer hätte von uns Walid bin Murira kennengelernt? Wer hätte von uns Abu Jahl kennengelernt? Wer hätte von uns Umayyah ibn Khalaf kennengelernt? Wer hätte von uns diese anderen Aristokraten der Mushrikun in Mekka kennengelernt? Wäre der Koran nicht herabgesandt, dann wären sie sogar eine unbekannte Person. Wenn ich euch fragen würde, wer hat zwischen den Jahren 330 und 350 in Mekka gelebt? Keiner kennt die. Aber der Koran hat diese Leute, die normalerweise ehrenlos waren, auch weil sie sich gegen ihn den Koran versetzt haben, ihnen eine Ehre gegeben, in Anführungsstrichen Ehre, dass wir sie sogar benennen. Sie kennt man zumindest über 1400 Jahre danach. Nicht gut, aber man kennt sie. Man hat bekannte Personen dadurch gemacht. Das ist auch eine Art der Interpretation. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ kommt der Vers. Jeder wird an jenem Tag befragt werden. Vor allem über den Koran, ja, und über was? Über die Verkündungsarbeit. Über die Verkündungsarbeit wird jeder befragt werden. So steht es sogar in der Sura Araf im 6. Vers, und das ist ein gewaltiger Vers. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Wir werden ganz gewiss die Völker befragen, zu denen die Propheten gesandt worden sind. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Und wir werden ganz gewiss auch die Propheten befragen. Sorgussual am Acheret ist für die Umma und für alle Propheten. Alle Propheten, die gekommen sind, von Adam bis Mohammed a.s., alle werden befragt werden. Über was? Habt ihr die Arbeit verkündet? Deswegen, als der Prophet a.s. seine letzten Khutbes gemacht hat, in Hajj ul-Wada, in der letzten Hajj, 3-4 Monate bevor er gestorben ist, ungefähr im Monat Februar, März des Jahres 632, hat der Wada-Hutbesse gemacht, die Abschiedspredigt. Es gibt normalerweise keine Abschiedspredigt als eine. Es gibt Abschiedspredigten, Hutbeler'o. Er hat das in Arafat, in Müzdalife, in Mesh'ar al-Haram, in Mina, an verschiedenen Orten hat er diese Hutbes gemacht, diese Ansagen gemacht, und immer zum Schluss der Ansage hat er gesagt, bezeugt ihr, dass ich verkündet habe? Bezeugt ihr Shahid Missinis? Und daraufhin haben die Sahabe gesagt, dreimal immer, wir bezeugen, dass du verkündet hast, Feshet, Feshet, Feshet. Wir haben bezeugt, wir haben bezeugt, wir haben bezeugt, dass du verkündet hast, O Mohammed. Warum hat der Prophet, a.s., diesen Andrang? Damit die Leute Zeugnis ablegen, weil er weiß, er stirbt bald. Und tatsächlich, 3-4 Monate später ist er verstorben. Im Juni des Jahres 632, im Monat Rebiul Ewel des 11. Jahres der Hijra, ist er in Medinatul Munawwara gestorben. Also er kam von der Hajj zurück und hat danach 3-4 Monate gelebt, 2-3 Monate, und ist dann verstorben. Und deswegen hat er befragt, hab ich verkündet? Hab ich verkündet? Und sie haben gesagt, ja. Warum? Auch wegen dem Vers, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, der Sura Araf im 6. Vers. Sie werden befragt, das Volk und die Propheten werden befragt. Denkt ihr, wir werden auch nicht befragt werden? Also vor allem, wenn wir in einer Welt des Schirks, des Bid'as, des Nifaks leben, ja, der Verräter leben, meinst du, wir werden nicht befragt werden, ob wir verkündet haben? Deswegen sagen wir unter anderem im Auftrag des Islam, die Aufgabe des Islams ist ganz klar die Verkündung. Wir werden nämlich an einem solchen Tag antreffen, an dem es keinen Zweifel gibt, wo die Propheten zum Schwitzen kommen werden, weil sie befragt werden wegen der Verkündung, ob sie alles auch richtig verkündet haben. Ja?
Und wir leben, als ob auch nichts wäre. Und haben nicht mal, wenn wir nicht reden können, wenn wir keine Verkündungsarbeiten machen können, nicht mal die Kraft, einfach mal unsere Hand in die Tasche zu stecken und sagen, ich unterstütze die Verkündungsarbeit im Monat mit 20, 30 Euro. Das ist zumindest, damit wir zumindest eine Aufgabe, eine Frage am Tage des Jüngsten Gerichts beantworten können, weil ansonsten wären wir ja in Anführungsstrichen mutiger als unser Prophet, wenn wir uns von der Verkündungsarbeit distanzieren. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Und frage, wen von unseren Gesandten wir vor dir gesandt haben. Eigentlich und hinterfrage, also was'al und hinterfrage bzw. forsche, wen von unseren Gesandten und Propheten wir vor dir gesandt haben, o Mohammed. Schau mal, ob wir anstatt des Al-Abamas andere Götter eingesetzt haben, denen man dienen soll. Schaut mal die Propheten und guck mal, was die gemacht haben, ob sie sowas hinterlassen haben. Und so kommen wir zum ersten Beispiel, nämlich die Verkündungsarbeit von Musa a.s. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Und wir sandten, guck mal, wenn ich eine Me'al gebe, also wenn ich eine deutsche Übersetzung gebe, seht das nicht als wortwörtliche Übersetzung an. Ich läutere diesen Satz ein bisschen länger aus. Also wenn ihr mit Me'al, also keiner guckt bei euch mit das Deutsche, ne? Ihr guckt alle auf das Arabische, das ist natürlich noch besser. Und wir sandten, genauso wie dich, bereits Moses mit unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden Schar, zu seinen Aristokraten, ja, zu seinen Staatsführern. Er sagte, Musa sagte, Inni Rasul Rabbil Alamin, ich bin der Gesandte, gewiss, ich bin der Gesandte des Herrn der Welten. Dieser Vers ist sehr wichtig, ja. Dem Propheten Mohammed a.s. wird genau in seiner schwersten Zeit seine Einsicht auf diese Weise aufgebaut. Also wann kommt dieser Sure herab? Nach dem Boykott, zu der schwersten Zeit unseres Propheten. Dann kommt zum Propheten a.s. diese Geschichte mit Musa. O Mohammed, schau auf Musa, du bist nicht alleine. Das, was sie mit Musa gemacht haben, ja Mohammed, machen sie mit dir auch. Ja? Guck dir die Menschheitsgeschichte an. Und natürlich für die Verkünder im Auftrag des Islam gilt ebenfalls diese natürliche Sache eingeschränkt, uneingeschränkt für alle Zeiten. Deswegen sind die Geschichten der Propheten sehr, sehr wichtig. Wenn wir, ich betone sehr, sehr stark, die Geschichte der Propheten sind sehr, sehr wichtig, wenn wir Verkündungsarbeit machen. Wenn ihr keine Verkündungsarbeit macht und sagt, ich habe keine Lust auf aktiv gut zu sein, ich will lieber passiv gut sein, dann wirst du die Verse des Korans nicht verstehen. Du musst in einer aktiven Auseinandersetzung sein, du musst in einer internationalen aktiven Auseinandersetzung sein mit dem Schirk und mit dem Kufur. Ansonsten kannst du die Verse überhaupt gar nicht verstehen. Wie willst du deine Musa, wie willst du deine Abraham, wie willst du deine Mohammed a.s., wie willst du denn verstehen, wenn du sie nicht lebst, wenn du sie nicht erlebst? Ja? Und das Zauberwort ist hier Verkündungsarbeit. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Als er nun zu ihnen mit unseren Zeichen kam, mit so vielen Beweisen, was machten sie? يَضْحَكُونَ. Sie lachten ihn aus. Sie haben gesagt, was bist du denn für einer? Sie lachten ihn aus. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Und wir zeigten ihnen kein Zeichen, das nicht größer gewesen wäre als das vorhergehende. Und wir ergriffen sie mit der Strafe, auf dass sie vom falschen Weg umkehren mochten. Also, in der ersten Etappe kam der Prophet Musa mit Wunder. Die Wunder kennt ihr. Und nach dem Wunder kam was? Die Plagen, die Strafen, die Plagen, die er gegen Pharao gemacht hat. Ihr könnt die Geschichte dort lesen, das steht im Koran geschrieben, das steht in der Tora geschrieben. Dann kamen die Plagen Allah subhanahu wa ta'ala gegen Pharao. Erst kommen die Wunder, so sind die Propheten. Erst kommen die Wunder und dann kommen die Plagen, beziehungsweise dann kommen die Strafen. Und was sagten diese Leute, nachdem sie sie auslachten? Das ist genauso, wenn du heute als Muwahhid kommst und sagst La ilaha illallah
Und dann kommst du zu den Staatsführern und sagen, ey, sag mal, bist du behindert oder was? Also bist du Islamist? Bist du vielleicht Salafist? Was bist du denn? Hä? Und das Beste natürlich, du, was bist du denn, Janne? Sind so viele Menschen auf dem falschen Weg und nur du bist der Einzige. Bist du eine Sekte oder was? Also sie machen sich quasi über dich lustig, über euch lustig, genau wie sie sich über die Propheten allesamt lustig machten. Und was sagten sie? وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Und sie sagten, nachdem sie die Plagen und die Strafen bekommen haben, يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ, guck mal, o du Zauberer. Zu wem sagen sie das? Zu Musa. Nachdem Moses diese, mit Allahs Hilfe diese Plagen gegen diese Leute zeigt, sagen sie zu ihm, يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ, o du Zauberer. Zauberer, bitte nicht hier als Beleidigung sehen, sondern auch als einen ehrenhaften Titel, weil Zauberer waren zur Zeit Pharaos ehrenhafte Leute auch gewesen. Und genau hier kommt das in der Kombination eigentlich als was Gutes. O du Zauberer, rufe für uns deinen Herrn an, also bete zu Allah, aufgrund dessen, was er dir anvertraut hat. Dann werden wir uns wahrlich recht leiten lassen. So eine Aussage kommt. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُسُمْ. Als wir dann die Strafe von ihnen wegnahmen, da brachen sie sogleich ihr Wort. Und jetzt kommt ja was sehr, sehr Interessantes von diesen Leuten, die ihr Wort gebrochen haben, nämlich vom Pharao. Und was sagt Pharao danach? Also ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt die Staatsführer, der Tawarit, und dann gibt es die Muwahidun, also Musa a.s. und Umin, und dann die Kinder Israels, die ihr quasi von der Unterdrückung befreien will. Ja, von der Unterdrückung. Von was für einer Unterdrückung? Sie waren Arbeiter gewesen. Sie waren Sklaven des pharaonischen Reiches gewesen. Aber sie waren glückliche Sklaven der Tarut-Systeme gewesen. Heute sind viele Menschen Sklaven der Taruts. Aber sie haben hier keine Handfessel mehr, kein Kelepce mehr. Sie haben goldene Armreifen. Sie haben Geld, sie haben Kreditkarten. Und die Kreditkarten und die Armreifen aus Gold, die Gelder, das sind die Handfesseln, die Kelepces von heute. Die sind Sklaven des Systems geworden. Und wenn ein Sklave nicht mehr merkt, dass er ein Sklave des Systems ist, wie willst du ihn dann befreien? Bir köle, köle olduğunun farkında değilse, onu nasıl azat edeceksin? Deswegen, als Musa aleyhisselam mit den Kindern Israels aus Ägypten rauszieht, was sagen die Kinder Israels zu Musa? Ja, Musa, du hast recht und Pharao hat Unrecht, aber Pharao macht unsere Mägen satt. O bizi doyuruyor. Und vieles, vieles haben die Kinder Israels gegen Musa aleyhisselam als Verrat gesagt. Und so kommt er auch, Pharao, jetzt. Und wisst ihr, was er hier im 51. Vers macht? Er macht eine nationale Ansprache. Kennt ihr das, wenn die Taruts nationale Ansprachen machen? Hier kommt jetzt Pharao und macht eine nationale Ansprache. Er sieht, das Volk ist manipuliert. Erstmal, also nach seinen Ansicht. Hier ist Moses, der Vaterlandsverräter, Vatanhaini. Er ist im Schloss aufgewachsen vom Pharao. Die Füße waren unter dem Pharao sein Schloss gewesen. Ja? Jetzt lehnt er sich gegen Pharao plötzlich auf. Ja, durch den Sinne, dein Sohn, den du seit 30 Jahren zu Hause fütterst, der sagt mit 31, was hast du zu mir zu sagen, du hast gar nichts zu sagen. So sieht Pharao das. Also so müsst ihr müsst Pharao verstehen, sonst versteht ihr die Taruts heute nicht. So, und jetzt kommt Pharao, weil in seinem Volk plötzlich Unheil ist, Fitne ist, mit seinem Verständnis. Weil wer ist Pharao? Pharao hat in seinem Land Frieden gemacht. Wenn es Ramses II. Ist, dieser Pharao, wenn er das ist, dann ist Ramses II. Der Erste, nach heutiger Erkenntnis, der den ersten Friedensvertrag gemacht hat. So, jetzt kommt er und sagt, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Guck mal. Und Pharao ließ unter seinem Volk ausrufen, als nationale Ansprache. Was ließ er denn ausrufen, der Pharao? Pass auf. O mein Volk, gehört mir nicht die Herrschaft Ägyptens? Ben Mısır mülkün sahibi değil mi? Bin ich nicht der Herrscher von Ägypten? Ist das nicht meins? Ist das nicht mein Land?
Und auch diese Flüsse, Enhar, Nehirler, die unter mir strömen, das ist doch mein Land, ich habe doch das aufgebaut. Ich habe doch die Straßen, die Brücken gemacht. Ich habe doch die Kanalisation gemacht. Ich habe doch die Bodenheizung gemacht. Ich habe doch alles gemacht. Ich habe doch die Infrastruktur des Landes gemacht. Das ist doch mein Land. Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Efela Tupsilon. Eine Görmio Musunus. Eine, wenn heute doch Staatsbürger kommen und sagen, weißt du, ich habe euch Brücken gemacht, ich habe euch Schulen gemacht. Ich habe doch das für euch gemacht. Seht ihr denn das nicht? Er sagte, das ist mein Land. Wenn du es nicht liebst, dann verlasse es. Ja, selb, ja, terket. Der wahre Besitzer nach dem Koran, und das ist natürlich die Wahrheit, ist aber nicht diese Leute, sondern Allah. Und Allah ist wer? Malik ul-Mulk. Er ist der wahre Besitzer des Besitzes. Und das ist nämlich diese Ansprachen der Pharaonen, ist Hochmut. Hochmut ist die Eigenschaft aller Pharaonen und Hochmut ist eine Eigenschaft, die immer vor dem Fall kommt. Hochmut kommt vor dem Fall. Und diese Ansprache macht Pharao zu seinem Volk. Diese Ansprache macht jeder Taro zu seinem Volk. Und dann sagt, guck mal, jetzt guck mal von Pharao die Staatspropaganda an. Er sagt weiter, em ena khairun min haza allazi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Guck mal jetzt. Oder bin ich nicht besser als dieser Typ hier? Er nennt ihn nicht mal, also er meint Musa. Oder bin ich nicht besser als dieser da, der verächtlich ist und sich kaum deutlich äußern kann? Also, er kann nicht mal richtig reden, aber ich bin intellektuell. Ich benutze Fachbegriffe. Ich rede mit Fremdwörtern. Ich rede ein hohes Ägyptisch. Aber guck mal, Musa. Musa kann nicht mal richtig reden. Wisst ihr, was das ist? Das ist Staatspropaganda gegen Musa. Das ist Staatspropaganda gegen alle Mowachidun gewesen. Also wie jede Staatspropaganda gegen Mowachidun ist anders. Bei Moses war es anders gewesen. Bei Mohammed a.s. war es anders gewesen. Bei jedem der Propheten war Staatspropaganda immer anders. Bei Mohammed a.s. warst du bei mir gewesen, dass du ihm gesagt hast, ja Mohammed, du kopierst den Koran von einem Dichter oder von einem Christen oder von irgendwas. Wie machen sie es zum Beispiel heute in Deutschland? Ja, die salafistische Szene, das sind ja meistens so Hartz-IV-Empfänger, die sich quasi in irgendwelchen Strukturen verlaufen haben, vielleicht gerade drogensüchtig sind oder mit Freund, Freundin verlassen haben und sie waren gerade vielleicht ein Todesereignis, ein Job vielleicht nicht so. Also quasi als so richtig auf dem Nullpunkt stehende Menschen und dann plötzlich kam irgendein Salafist, ich rede mit ihrer Sprache, und dann haben sie gesagt, oh Islam, das scheint ja interessant zu sein, also bin ich jetzt Muslim, ich werde jetzt aktiv. So haben sie oder so versuchen sie mit Staatspropaganda die Muslime zu defamieren. Aber was hier für uns wichtig ist, Moses konnte am Anfang wirklich nicht richtig reden. Obwohl er nicht reden konnte, seine Zunge benutzen konnte, wisst ihr, was Allah Ta'ala ihm dafür gegeben hat? Nämlich sein Stab, Asasene, und seine weiße Hand. Yed ebeida. Yed heißt Hand und Beida heißt weiß. Die weiße Hand. O Musa, sagt er eigentlich. Wenn du nicht mit deiner Zunge verkünden kannst, dann werden wir dich mit deinen Körperteilen oder mit Stöcken. Was ein von Musa a.s. sein Stock war kein Stock, der kam nicht vom Himmel runter. Das war sein Hirtenstock, Choban Asase. Mit diesem Choban Asase hat er das ägyptische Reich zerstört. Mit diesem Choban Asase, mit diesem Hirtenstock hat er das römische Reich, als er das ägyptische Reich zerstört. Ihr könnt von Khomeini halten, was ihr wollt. Khomeini ist wirklich ein Fall für sich. Da können die Meinungen zweigeteilt sein. Ist auch völlig interessant. Ich rede mit der Sprache der Kuffar. Als Khomeini 1979 die Revolution im Iran gemacht hat, hat eine französische Zeitung Folgendes geschrieben. Ich finde das dieses Dings nicht mehr. Sie hat geschrieben, die Phantomflugzeuge des Schachs konnten dem Koran in der Hand des alten Mannes nicht widerstehen. Also die Phantomflugzeuge des Schachs, die Militärmacht des Schachs von Persien, Schach Rıza Pehlevi, der hat verloren
gegen den alten Mann, der dieses Buch in seiner Hand hatte. Und das war die Realität der ganzen Sache gewesen. Weil auf diese Sachen kommt es im Leben, und so bei was bei Musa a.s. auch gewesen. Und letztendlich gilt das natürlich für alle Verkünder des Islams. Jeder muss sein eigenes Talent für den Islam einsetzen. Wenn du nicht reden kannst, wenn du nicht redebegabt bist, dann musst du deine Sachen anders einsetzen, indem du Videoprogramme bearbeitest, indem du vielleicht Texte vorbereitest, indem du es finanziell unterstützt, dann bist du ein Teil, inshallah, vom Ganzen. Nicht alle können reden. Guck mal, der Prophet Mohammed a.s. hat in 13 Jahren in Mekka offenkundig verkündet. Wie viele Leute waren im Vordergrund gewesen? An erster Stelle unser Prophet. Er ist oft auf den Berg Safa gegangen, hat die Leute eingeladen. Er ist in die Stadt, hat in der Kaaba die Leute verkündet, den Islam. Hauptsächlich war unser Prophet da. Und dann kommt an zweiter Stelle, wo sehen wir dann? Abu Bakr, den sie totgeschlagen haben fast. Dann Abdullah ibn Mas'ud, den, als er in der Kaaba die Surah Rahman gelesen hat, wo sie den auch fast totgeschlagen haben. Und als sie den rausgeholt haben, hat Abdullah ibn Mas'ud gesagt, ich habe die Kuffar noch nie so schwach gesehen wie heute. Jo, das war's dann schon fast. Und Bilal, wo Ahad ruft. Ansonsten redet man keine öffentliche Verkündung. Die Leute sind mehr im Hintergrund. Im Vordergrund sind Leute, die das auch tragen können. Und das ist hauptsächlich der Führer dieser Gemeinschaft, nämlich unser Prophet, alayhi salatu wassalam, gewesen. Deswegen, warum habe ich das gesagt? In der Verkündungsarbeit in einer Plattform oder in einer Jamaat, in einer Bewegung oder in einem Staat, jeglicher Struktur, muss vorne nur ein, zwei Personen, maximal drei, vier sein. Nicht mehr. Die Macht und die Kraft normalerweise der meisten Leute muss im Hintergrund stehen. Die Leute müssen im Hintergrund stehen. Diese Macht muss da sein. Deswegen ist es hier sehr, sehr gefragt, dass jeder einzelne von euch einen Anteil für diese Dawa-Arbeit tragen nach islamischem Verständnis muss. Ja? Genau, die Verkündung im Auftrag des Islam bedeutet nicht immer zu reden. Aber was ich hier nochmal zum Thema Musa a.s. sagen möchte, es gibt ein Gespräch, es gibt ein Dua von Musa a.s., wo er sagt, in der Surah Taha kommt das vor, als Allah ihn beauftragt, zu Pharao zu gehen, sagt Musa, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد بأزري واشركه في الامر كي تسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. Guck mal, was sagte Musa, als er beauftragt wird, im Auftrag des Islam zu Pharao zu gehen? Mein Herr. Und dieses Gebet, Rabbi shrachli sadri wa yassirli emri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, machen viele Gelehrten auch am Anfang des Gebets. Inshallah kann ich mir das auch mal angewöhnen. Also nach Alhamdulillah Rabbil Alamin, As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ali at-tayyibin at-tahirin, kann man sagen, Rabbi shrachli sadri wa yassirli emri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, damit sie mein Wort verstehen. Was sagt Musa? Das ist ein Dua von Musa, was unsere Prediger auch in den Gebeten am Anfang mit reinnehmen. Mein Herr, weite mir meine Brust und mache mir meine Angelegenheit leicht, wenn ich verkünde. Und löse den Knoten in meiner Zunge, so dass sie meine Worten verstehen. Und bestelle mir meine Angehörigen, also meine Familie, einen, der die Last mitträgt, sagt Musa. Ja, Rab, ich kann nicht allein zu Pharao gehen, ich kann nicht so gut reden, also lass einen von meiner Familie kommen, Aaron, meinen Bruder, Harun Echi, ein kardischer Harun. Festige durch ihn meine Stärke, das sagt ein Prophet wie Musa, Ulul Azm Prophet. Also nicht mal er schafft es alleine. Er sagt, schick mir meinen Bruder, dass er mich bei einer Sache unterstützt und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben, damit wir dich häufig preisen und deine oft häufig gedenken. Gewiss, du siehst uns wohl. Dieses Dua macht Musa zu Allah und Allah Ta'ala akzeptiert dieses Dua, indem Allah sagt, قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى, im 36. Vers des Surah Taha. Er sagte, deine Bitte ist dir ja gewährt, O Moses. Also was können wir hier verstehen? Das ganze Dua wird hier von Moses eigentlich angenommen. Er wird nicht alleine geschickt, er wird mit Harun a.s. zusammen geschickt und seine Zunge wird, der Knoten wird gelöst. Das heißt, er kann dadurch
gut reden. Aber weil das gute Reden nicht vorher konnte, hat Pharao dann auf ihn auch eingeredet. Guck mal, der kann er nicht mal richtig reden, obwohl er gegen ihn nicht argumentieren konnte. Und jetzt macht die Staatspropaganda von Pharao und geht weiter. فَلَوْلَا أُلْكِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعْهُ الْمَلَائِكَةُ مُكْتَرِنِينَ. Würden doch Armringe aus Gold auf ihn herabgeworfen oder die Engel mit ihm als Begleitung kommen. Also das ist dieses Verständnis von Pharao. Und wenn wir uns mal Pharao angucken, ich habe jetzt das nicht ausgedruckt, vielleicht kann man das einblenden, muss man aber nicht. Ich habe es nämlich oft einblenden lassen. Ihr kennt Statuen von Pharao. Alle Pharaonen haben die Statuen, die sind viel größer als er. 2, 3, 4, 5, 6 Meter hoch, Pharaonen. Ja? Alle Pharaonen haben ihre Hände so, ja? In einer Hand halten sie die Peitsche, in einer Hand halten sie den Haken und auf ihren Händen sind goldene Armreifen und auf ihrem Kopf ist eine Schlange abgebildet. Armreifen, also Gold, Peitsche, das ist das Sulum vom Staat, ein Haken, ja, dein Stab und hier ist die Schlange, das heißt Shifa Bandan, die gesundheitliches Dings ist von mir und die Macht liegt einzig und allein in meiner Hand. So sah die Staatsgewalt von den Pharaonen aus. So sieht die Staatsgewaltschaft von den Pharaonen aus. Die Macht ist in meiner Hand, die Gewalt ist in meiner Hand und mit der Schlange hier auf dem Kopf, Shifa Bandam, das Gesundheitsamt ist in meiner Hand. Die Krankenhäuser, die Ärzte, ja, die Heilung ist in meiner Hand. Und mit dieser Sache, mit diesen Gegendings, kommt Musa a.s. Sonst verstehen wir die Symbolik nicht. Er kommt gegen die Peitsche von Pharao mit einem Stock. Er kommt mit dem Shifa und schmeißt diesen Stock und macht aus dieser Stock eine Schlange. Und diese Hände aus Gold braucht er nicht. Er wird eine reine weiße Hand, Yed Ibeiza, wird er rausholen. Dieses Yed Ibeiza, diese weiße Hand, ist sogar bei Marcel Eclair, bei den Freimaurern so geworden, dass es ein Zeichen der Freimaurer ist, eine Hand immer so hier drin zu haben. Masonik Bisharitribu, also das ist ein Freimaurerzeichen, damit diese weiße Hand immer hier drin ist. Also das muss man immer sehr beachten. Mustafa Kemal hat viele Bilder damals geschossen, aber das ist nicht alleinig der Grund darum, dass er ein Freimaurer war. Dafür gibt es 1000 andere Gründe. Und jetzt sehen wir sowas. Die Staatsterror von Pharao, die Manipulation und wie Musa a.s. als Verkünder dagegen tritt. Und jetzt kommt das 54. Vers, das Surah Zuhruf. Wenn ihr dieses Bild vor Augen habt und die Massen, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُهُ. Er verblödete sein Volk. Pharao verblödete sein Volk. Wirklich. فَاسْتَخَفَّ. Eigentlich kann man das auch übersetzen. Beides ist möglich. Er verblödete sein Volk oder er fand sein Volk فَاسْتَخَفَّ. خَفِفْ دَنْجَلِيُ. Er fand sein Volk leicht zu beeinflussen. Er konnte sein Volk leicht manipulieren. Also die PISA-Studie war nicht gerade die beste gewesen. Sie war nicht intellektuell. Und sie haben sich beeinflussen lassen. Weil sie sich beeinflussen lassen haben, weil sie manipuliert wurden, wurden sie wirklich verblödet. Und weil sie verblödet wurden, فَأَتَارُهُ, haben sie auf ihn gehorcht. Weil wären sie schlau gewesen, hätten sie auf nicht gehört. Weil sie manipuliert, weil sie verblödet, weil sie leicht zu beeinflussen war, فَأَتَارُهُ, haben sie auf dieses Tarut-System gehört. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Gewiss, sie waren ein Volk von Frevlern gewesen, die vom wahren Weg abgekommen sind. Die Tawarit wäre nichts, und ich betone das hier sehr, sehr stark, die Tawarit, die Tarut, wären nichts ohne die manipulierten und verblödeten Massen etwas wert. Was sind denn Tarut? Das sind 200, 300, 500 Leute im Parlament. Was wären die denn, wenn denn die Massen nicht da gewesen wären? Wenn denn die leicht beeinflussenden und manipulierten Massen nicht da wären. Schaut mal, die Welt wird nicht von Bösen regiert, weil es so viele davon gibt, sondern weil all die Guten dazu schweigen. Und schweigende Gute sind Mittäter der Schlechten. Schweigende Gute sind Mittäter der Schlechten. Wenn vor dir einer umgebracht wird und du machst nichts dagegen, dann bist du Mittäter. Ja? Und genauso ist das hier. Die Massen, die schweigen und sagen, ich bin lieber ruhig,
das sind Mittäter. Weil die Welt wird nicht regiert, ich betone das nochmal, weil es so viele böse Menschen gibt, weil sehr viele Gute dazu schweigen. Und diese schweigenden guten Menschen sind passiv gute Menschen. Und passiv gute Menschen sind keine guten Menschen, weil sie Mittäter der schlechten Menschen sind und weil sie zum Schlechten schweigen. Der Islam kommt und bricht das Schweigen, indem er sagt, die Verkündung ist für euch eine Pflicht. Dass man sogar den Propheten fragt, ja Rasulullah, wer ist der größte Shahid? Und er sagt, mein Onkel Hamza ibn Abdul Muttalib. Daraufhin sagen sie, ja Rasulullah, und wer ist es danach? Dann sagt er, ein Muslim, der gegen einen Salim Sultan die Wahrheit sagt und deswegen getötet wird. Deswegen getötet wird. Also das Wort im Vordergrund hat, die Verkündung hat. Was sehen wir hier? Wieder die Verkündung. Die Verkündung, die Dawa-Arbeit ist das A und O mit dem Wort im Islam. Ein schweigender Guter ist kein Guter. Deswegen haben die Mushrikun in Mekka den Krieg gegen den Propheten erklärt, nachdem Allah zu ihm gesagt hat, Ja ayyuhal muttassir, kum fa'ansir. O dujenige, der liegt, ey Yatan, örtüsüne bürünen, der in seine Decke eingerollt ist, kum, komm, komm, steh auf, fa'ansir und verkünde. Weil in Mekka gab es auch vor dem Propheten alaihi salam Menschen, die Hanif gewesen waren, an einen Gott geglaubt haben. Waraka ibn Naufal gehört zum Beispiel mit dazu. Und viele andere. Sie haben auch an einen Gott geglaubt. Sie haben keinen Schirk gemacht. Sie haben keine Putlar, keine Statuen angebetet. Jetzt eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen den Hanif, Abu Bakr war zum Beispiel vor dem Islam auch Hanif gewesen. Was ist der Unterschied zwischen den Haniflern in Mekka und den späteren Muslimen? Die Verkündung. Insha-Prozesse. Sie haben aufgebaut. Sie sind aufgestanden. Rasulullah a.s. deswegen unter anderem, weil er sich in eine Decke eingerollt hat, weil er passiv gut gewesen war, sagt Allah Ta'ala, in den ersten 5 Suren kommt das vor. Kum fa'ansir, steh auf. Überall steh auf. Kum fa'ansir, wa rabbeka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahhir, wa rujza fa'khshur. Als Befehle. Oder, ya yuhal muzammil, kumul layla illa qalila, nisfahu, awinqus minhu qalila. Also, steh auch nachts im Gebet auf. Steh nicht nur am Tag auf, also geceleri abid, gündüzleri mücahid. Steh nicht nur am Tage auf und verkünde den Islam. Steh auch in der Nacht auf, im Gebet und mach qiyamul layl, tahajjud namazı. Das Tahajjud-Gebet. Also das Aufstehen, das aktive Gut, wird im Koran schon in den ersten 5 Suren, die herabgesendet wurden, richtig, ich bezeichne, diktiert und doktriniert und eingehauen. Insha-Projekte, es wird aufgebaut. Es ist ein Projekt, es ist ein Koran-Projekt, was von uns verlangt wird. Ein Projekt, das wir entwickeln, weiterentwickeln, indem wir rausgehen aus uns und den Leuten den Islam verkünden. Gegen das Schlechte kämpfen, gegen das Schlechte agieren, gegen das Schlechte argumentieren. Falamma asafuna istaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Als sie uns Kummer bereiteten, sagt Allah jetzt. Oder? Falamma asafuna, als sie uns wütend machten, übten wir an ihnen Vergeltung. Beziehungsweise intikam aldık. Wir haben an ihnen Rache geholt. Eigentlich haben wir ihnen das spüren lassen, was sie vorher taten. Und so ließen wir sie allsamt ertrinken. Agrakna, gark oldular. Boğduk, wir haben sie im Wasser ertrunken, nämlich die Sache mit Pharao. Fajalnahum salafan wa masalan lil akhirin. Wir machten sie zu Vorgängern und zu einem Beispiel für die späteren Geschlechter. Und heute, Juden, Christen und Muslime. Obwohl diese Geschichte von Pharao mindestens 3300 Jahre zurückliegt, reden wir heute als Juden, als Christen und als Muslime über die Geschichte, über den Untergang dieser Menschen. Jetzt aber hier, guck mal, mache ich inshallah weiter, wird die nächste Überschrift, streitsüchtige Menschen hinsichtlich den Propheten Jesus. Hier machen wir einen Knick von Musa auf Isa.
Was hier wichtig zu beachten ist, als Zwischenzeile, also zum Thema أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, von Musa auf Isa, schaut mal, bei Moses sehen wir einen Angriff auf ihn selbst, auf seine Dawa, als er noch gelebt hat. Als Musa den Tawhid verkündet hat, wurde er angegriffen, sowohl von den Tawarit, als auch von seinem eigenen Volk, zu seinen Lebzeiten. Bei Jesus sehen wir die Abweichung und den Angriff auf seinem Weg, nachdem er nicht mehr unter den Menschen war. Also, die Defamierung der Religion des Islams von Moses begann zu seinen Lebzeiten, indem sie ihn als angegriffen haben, von Pharao, aber auch die Kinder Israels haben die ganze Zeit Verrat begangen. Bei Jesus, alaihi salam, sehen wir, dass der Angriff gegen den Weg von Isa, den Sohn Marias, also Jesus, nach seinem Hinscheiden entstanden ist. Das ist ein Angriff auf die Verkündungsarbeit, auf zwei Arten und Weise. Also zwei Arten, du kannst die perfekte Verkündung hinterlassen haben. Du kannst der beste islamische Dawa-Träger gewesen sein. Du kannst eine beste Plattform, Staat, Bewegung aufgrund haben. Wenn du tot bist, können sie dich zum Beispiel vergöttlichen. Das war's. Indem du dich ilah lashtar deklare sama, dann war's das mit der Verkündungsarbeit gewesen. Dann war der Angriff noch sincere, noch hinterhältiger als vielleicht der Angriff zu deinen Lebzeiten. Weil zu deinen Lebzeiten kannst du selbst eingreifen, aber wenn du tot bist, kannst du nicht mehr eingreifen, weil dann heißt es nämlich, der Bruder, mashallah, hier keine Ahnung, war hier jahrelang Imam gewesen, Fethi zum Beispiel, und er ist dann gestorben, aber guck mal, da, eigentlich war der doch gar nicht normaler Mensch gewesen, der wusste immer einige Sachen vorher Bescheid, der hat schon einige Karama gehabt, mutlaka, der musste von Allah irgendwo unterstützt sein. Und dann kann zum Beispiel sein, dass man dann göttlich zum Beispiel was macht. Hey, das ist kein Witz, das ist mit fast allen islamischen Bewegungen passiert. Ja, ne? Deswegen mal der Knick von Musa auf Isa hier besser verstehen. فَلَمَّا دُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَسَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهَا يَسِدُّونَ. Und jetzt pass auf. Und als der Sohn Marias als Beispiel angeführt wurde, da brach sein Volk, Entschuldigung, da brach dein Volk, O Mohammed, sogleich Geschrei aus. So richtig, sie haben geschrien. Warum haben sie geschrien? Eigentlich ist es nicht ein Geschrei, so nicht so ein Geschrei. Sie haben sich kaputt gelacht. Warum haben sie sich kaputt gelacht? Die Muschikun in Mekka haben sich kaputt gelacht, als Mohammed a.s. im Koran Jesus genannt hat. Denn die Muschikun in Mekka beteten unter anderem die Engel an. Als sie vom Propheten Mohammed a.s. die Verse über Jesus hörten, sagten sie, dass sie besser dran wären als die Christen. Denn sie beten einen Menschen an, die Christen sind ja bescheuert, aber wir, Muschikun, in Mekka, wir beten ja zumindest die Engel an. Also das ist auch so eine Fraktion gewesen. Und dann sagen sie, das wäre natürlich viel, viel besser. وَقَالُوا أَعْلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا دَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ. Und sie sagten, sind unsere Götter besser oder er? Also sind unsere Götter besser oder Jesus, dieser Mensch aus Nazareth? Und dann, sie führten ihn dir nur zum Streiten an. Sie haben Jesus nur dir angereicht, O Mohammed, damit sie mit dir debattieren. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Wenn ihr doch sagt, Jesus haben sie missbraucht oder dies gemacht, dann folgt doch Jesus. Sie haben das aber als Streitpunkt angesehen, als Polemik angesehen. Um das besser zu verstehen, für uns besser zu verstehen, muss ich auf einen Hadith hinweisen, der von Abu Umame radiallahu anh berichtet wird. Bei Sunan al-Tirmizi ibn Majah und Imam Ahmed kommt das vor. Und da sagt unser Prophet, und das ist hier für uns wieder sehr wichtig, ist natürlich alles sehr wichtig, kein Volk ging nach der Rechtleitung, auf der sie sich befanden, in die Irre, pass auf, ohne sich auf Diskussion einzulassen. Der Prophet sagt, das ist ein sehr wichtiger Hadith, jede Jamaat, jede Staat, jede Religion, die auf Haq gewesen war, auf Hidayat gewesen war, ist immer untergegangen, guck mal, ist immer untergegangen, indem sie angefangen haben, Debatten zu führen. Indem sie angefangen hatten, Streitigkeiten und Diskussionen beizuführen. Ma darabu qawmun, sagt der Prophet, ba'da hudan, كانوا عليه إلا أوتوا الجدلا. Nachdem sie Jidal unter sich gemacht haben. Kalam-Streitigkeiten. Deswegen kamen viele Gelehrten und haben mit Kalam verboten. Ja?
Warum? Weil dadurch kommen Debatten auf. Unnötige Debatten auf. Kalam-Arbeiten können nur bestimmte Leute machen. Aber was haben die Leute gemacht? Sie haben untereinander diese Sachen angeführt und haben das als Fitne unter sich gemacht. Und weil sie diese Debatten und Diskussionen eingelassen haben, sind sie vom wahren Weg abgekommen. Guckt mal die Muslime an. Guckt euch mal die Muslime an. Im 12. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert, haben die Muslime sich über Kalam-Streitigkeiten, über Fiqh-Streitigkeiten, über alles debattiert. Was ist passiert? Ich sage es immer wieder. Genau in dieser Streitdiskussion, ob jetzt die Schule von Medina, von Basra, von Kufa oder recht hat, kamen die Mongolen, 1250 aus Mongolistan, Genghis Khan, hat Bagdad kurz und klein gemacht, dass der Euphrat rot geflossen ist oder schwarz vor Tinte geflossen ist. Und dann kamen die Kreuzzügler im 11. und im 12. Jahrhundert. Also dies war ein sehr großer Knick in der Zeit gewesen. Und warum? Guck mal, weil unser Prophet das sagt. Ich sage es nochmal, kein Volk ging nach der Rechtleitung, auf der sie sich befanden, in die Irre, ohne sich auf Diskussion einzulassen. ثم تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Danach hat der Prophet ﷺ diesen Vers gelesen. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Genau dieser Vers, den ich jetzt gerade gelesen habe. Sie führten ihn dir nur zum Streit und Polemik ein. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute gewesen. Das heißt, Streitsüchtigkeit in einer islamischen Jamaat macht diese Jamaat und diese Bewegung kaputt. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Er, Jesus, Sohn der Maria, ist nur ein Diener, dem wir Gunst erwiesen und dem wir zu einem Beispiel bzw. zu einem Modell für die Kinder Israels gemacht haben. Ja? Nach dem Propheten Moses hatten die Kinder Israels was gemacht? Diese Religion des Islams säkularisiert. Letztendlich kam der Prophet Jesus, um dieser seelenlos gewordenen, veränderten Religion eine Seele, einen Geist einzuhauchen. Biruch koymak için. Und dafür brachte er Gleichgewichtigkeit mit seiner Herangehensweise. Die Kinder Israels haben die Religion säkularisiert, dass heute in der Tora, in den 5 Büchern Moses, ist Acheret nicht drin. Auch wenn es einige jüdische Sekten wie die Chassidim gibt, die versuchen da mit Interpretation was reinzugeben, ist auch da ein bisschen auch richtig, was die sagen. Aber im Endeffekt ist das Jenseits dort raus. Das Mystische, das Eigentliche ist dort raus. Haben sie rausgeholt. Ja? Was kam dann Jesus a.s.? Er kam und hat genau dieses zum Ganzen hingefügt. Nämlich das, ich möchte das jetzt nicht esoterisch nennen, aber ich denke teilesoterisch oder immaterielle, dieses Geistliche hat er als Seele eingeführt, damit es zum Ganzen gehört. Ja? Damit ein Gleichgewicht für die Kinder Israels wieder reinkommt. Also von einem säkularen, von einem ganz staatlichen wieder das Geistliche reinkommt. Deswegen ist heute das Judentum und das Christentum der abweichende Weg des Islams. Die Juden, die haben ihre Religion säkularisiert und die Christen haben später ihre Religion immaterialisiert. Ja? Bloß, was machten sie später mit der Dawa von Jesus? Anstatt dieses Teil, ich sag mal dieses Esoterische, an das Ganze zu fügen, an die Tora zu fügen, behielt man es später als unabhängigen Teil. Das führte dann später zu einer anderen Ungleichgewichtheit im Christentum, dass sie später die Macht den Kaisern und den Königen übergab. Habt ihr das verstanden? Also das ist dieser Unterschied zwischen diesen beiden Strömungen, die sich abgewichen haben vom Islam. Und eins möchte ich noch sagen, in der Tora und im Evangelium steht nirgendwo geschrieben, dass Moses eine Religion wie das Judentum und dass Christus, Jesus, eine Religion des Christentums
verkündet hat. Sie waren Gottergebene gewesen und sie waren Muslime gewesen. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifan Muslima. Abraham war weder Jude, weder Christ gewesen. Er war ein Hanif, er war ein gottergebener Muslim gewesen. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Und wenn wir gewollt hätten, wenn wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu Statthaltern und Kalifen auf der Erde würden. وَإِنَّهُ, jetzt mache ich mit euch mal einmal ein bisschen Tafsir. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Und er ist wahrlich, Wissen von der Stunde des Gerichts. So hege ja keinen Zweifel an ihr, also an dem Zeichen des jüngsten Gerichts, und folge mir. Das ist ein gerader Weg. Jetzt hier möchte ich auf den Anfangswort des 61. Verses, وَإِنَّهُ, und er, das heißt nämlich er und er. Dieses Hu geht auf er. Und er ist wahrlich der Wissen von der Stunde. Wer ist er? Wo geht das Hu hin? Nach Ibn Abbas, Mujahid, Qatade, Suddi, Dahak und Ibn Yazid geht Hu auf Jesus hin. Er ist damit gemeint. Jesus. Warum? Denn Isa a.s., Jesus der Sohn der Maria, wird kurz vor dem Tag des Weltuntergangs zurückkommen auf diese Welt. Nuzulu Isa sagen wir dazu. Die Gelehrten, wie gesagt, die ich gerade aufgezählt habe, von der Salaf al-Salihim, die haben alle gesagt, dass das Hu auf Isa zurückgeht. Nach Hassan Basri und Marmer geht das Hu jedoch nicht auf Isa, sondern auf den edlen Koran zurück. Denn er, der Koran, ist wahrlich Wissen von der Stunde, so hege ja keinen Zweifel an ihr, an der Stunde, und folge mir. Deswegen, Haza Siratun Mustaqim, dieser Koran ist der wahre Weg, Haza Siratun Mustaqim. Natürlich ist beides möglich hier, aber weil wir auch natürlich erstmal grundsätzlich den Gelehrten folgen müssen und das auch so machen, aber auch logisch drüber nachdenken, habe ich mir einige Stunden wirklich über diesen Vers Gedanken gemacht. Und natürlich, also wirklich, was ist so die Selbsterkenntnis, sage ich mal, wo geht es wirklich hin? Weil ich habe mir auch viele Leute angehört, die gesagt haben, das Hu geht hier auf den Koran zurück. Das ist schon Jesus gemeint. Also weil der ganze Kontext dieser vorigen und nachherigen Versen geht auf Isa a.s., hier ist ganz klar die Herabsendung von Isa a.s. gemeint. Wie gesagt, die Mehrheit der Gelehrten von der Salaf al-Salihin haben das ja auch so gesehen. Und wie gesagt, es gibt ja zig Hadithe in den Hadith-Büchern, wo mehrmals darauf hingewiesen wird, dass vor dem Weltuntergang Isa a.s. nochmal auf die Welt zurückkommt und für den Islam kämpfen wird und letztens Dajjal auch töten wird. Das ist ein Thema für sich, dafür haben wir sogar die Hadithe als Sahih-Hadithe als viele Beweise. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Und der Satan soll euch ja nicht abhalten. Ja, gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي اخْتُلِفَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Und als Jesus mit den klaren Beweisen kam, sagte er, ich komme ja zu euch mit der Weisheit und um euch einiges von dem klarzumachen, worüber ihr uneinig seid. So fürchtet Allah und gehorcht mir, denn inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. Und diese Passage kommt in der Bibel sehr oft vor. Fa'buduh, so dient ihm, haza siratun mustaqim. Das ist ein gerader Weg. Also, Hauptmessage hier, die Grundbotschaft und die Hauptbotschaft aller Propheten ist gleich. Alle Propheten verkünden den Islam. Die Propheten unterstützen und bestätigen sich untereinander. Sie sind nicht wie die Philosophen. Die Philosophen widerlegen sich hintereinander und untereinander. Und die Propheten unterstützen und bestätigen sich hintereinander. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Doch wurden die Gruppierungen untereinander uneinig. Obwohl Jesus zu den Kindern Israels mit dieser klaren Botschaft kam, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابِ. Die Ahzab, die Hizbler, die Parteien, die Gruppierung, Ikhtilaf ettiler, fakhtalaf, min beynihim, untereinander. So wehe denjenigen, die Unrecht tun. Gegen wen? Gegenüber die Botschaft. Vor der Strafe eines schmerzlichen Tages. Ja? Diese Leute haben gegen die Botschaft von Isa a.s. Verrat begangen. Guck mal, alle Propheten gaben eine klare Botschaft. Aber jene, die nach ihnen kamen, zerstörten diese Klarheit und machten diesen reinen Weg undurchsichtig und unrein, indem sie sich, fachtalaf al-Ahzab, sie spalteten. Jesus selbst war ein Prophet für die Kinder Israels. Deswegen steht im Evangelium, im Matthäus-Evangelium, im 5. Kapitel, im 17. Vers, da sagt Jesus zu den Kindern Israels, ihr sollt bloß nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Das heißt, es gibt ein Gesetz, eine Scharia, die israelische Scharia. Also ich liebe dieses Wort. Das ist die israelische Scharia. Das ist die mosaikische Gesetz. Das ist die Tanach. Das ist das Alte Testament. Das ist ein Gesetz. Das ist Kanun. Das ist Anayasa. Das ist eine Verfassung. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um ein neues Gesetz, eine neue Scharia zu bringen. Ich bin gekommen, um diese Scharia zu erfüllen. Ich bringe euch nichts Neues. Ich bringe euch eine Sache, um hier aufzuklären. Aber was ist passiert? Fakhtalaf al-Ahzab, die Gruppierung, nachdem Jesus nicht mehr da war, gingen untereinander, waren uneinig und so, dass sie Unrecht gegenüber der Botschaft taten. Ja? Das Gleiche gilt natürlich letztendlich für alle islamischen Bewegungen auch, die nach dem Propheten kamen, denn die meisten Bewegungen, sage ich mal, sie sind alle später in Teile gegangen. Also jede Bewegung, jeder Staat, ja, komischerweise, der gegründet worden ist, hat dieses Schicksal dann quasi als Kader, als Schicksal bis zum Tage des Sündgelichts auf seinen Rücken lassen. Sogar da, guck mal, sogar die Sahabes haben untereinander gekämpft. In Jemel, in Sifr. Danach, ihr kennt die ganzen Geschichten. Es ging immer weiter, Jane. Denkt ihr, die Osmanen waren immer friedlich gewesen untereinander? Es gab viele Aufstände unter den Osmanen, Karamanoğulları zum Beispiel. Die haben sich gegen die Osmanen auf. Die wurden dann später nach dem Balkan verteilt. Karamanoğulları. Die stehen als Oppositions gegen Osmanoğulları, sodass sie dann von Konya genommen worden sind und sie wurden dann komplett auf den Balkan genannt, verteilt und man hat sie dann später Evlad-ı Fatihan genannt. Ich habe das mehrmals, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob der Präsident heute noch in Griechenland im Parlament ist. Da hieß ein Präsident oder ein Abgeordneter Karamanalis oder sowas. Und da kommt auch von Karamanoğulları. Also so weit ist das in Balkan vertieft drin. Also diese Spaltung ist überall drin und jede Bewegung, wenn ihr meine Bewegung analysiert, ich möchte jetzt hier keine Namen aufzählen, also wirklich alle, kannst du sagen, vor allem die jetzt im 20. Jahrhundert gekommen sind, alle haben sich danach gespalten. Alle haben sich danach gespalten. Deswegen müsste man schon immer ein bisschen, denke ich mal, bei solchen Plattformen oder Bewegungen vielleicht mal einen Schritt vielleicht vorausdenken, was könnte man als Absicherung machen. Hier dieser Vers endet, oder war im Vers, sie verrieten und zerteilten die Botschaft. Jede Gruppe nahm einen Teil und sah dieses Teil als das Ganze an. Ja? So kann man eine Dawa auch verraten. Und das ist der größte Verrat, und da möchte ich jetzt auf den Punkt hier nämlich ankommen, dass man eine Dawa an den Islam zerteilt und sieht das Teil als Ganzes an. Man sieht das Teil als Ganzes an. In der 30. Sure, im 32. Vers, steht geschrieben, zu denjenigen, die ihre Religion spalteten, und zu Gruppierungen geworden sind, wobei jede Gruppierung froh ist über das, was sie bei sich hat. Kullu hizbin bima ledehim farihun. Die Menschen haben sich gespalten und jeder hat sich auf eine Spalte gesetzt und hat gedacht, dass dieser Spalt, dieser Zweig als das Ganze ist. Genau wie bei den Muslimen auch. Guck mal, nach dem Propheten haben sie den Islam zerteilt. Fiqh, Kalam, Tasawuf,
Dschihad, Koran, Itaat, Kalifat. Statt das alles als eins zu sehen, hat jede Gruppe gesagt, das beste Wissenschaft ist das Wissenschaft von Fiqh. Warum? Denn Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ihr wurdet gesandt, um Allah zu dienen. Wohl ja nicht mein Dienen im Koran oder was? Nö, findest du nichts Großartiges. Guckst den Fiqh nach. Haben sie gesagt, die größte Wissenschaft ist das Fiqh. Die anderen haben gesagt, das Beste ist das Dschihad. Wir müssen dschihadistisch sein. Warum? Da der Koran sagt, Allah nämlich im Koran, das ist أَعْظَمُ دَرَجَاتًا عِنْدَ اللَّهِ. Besser als Dschihad gibt es nichts. Die anderen haben gesagt, das Beste, wo wir uns anhalten können, ist die Sunna. Warum? Weil ohne Sunna können wir nichts verstehen. Sunna ist Interpretation des Korans und der Weg des Propheten. Also wir gucken nur noch auf die Sunna. Die anderen haben gesagt, nee, lass mich alles mit diesem bitte weg. Ich folge nur noch dem Koran. Er hat gesagt, wir folgen nur noch dem Koran. Die anderen, die haben gesagt, nee, ich möchte die Einheit im Volk bewahren. Ich mache nur noch Itat, Itat, Itat. Der Kalif, der Sultan, was er zu mir sagt, ob es richtig oder falsch ist, egal. Weil der Prophet hat ja gesagt, die Kinder Israels wurden mit den Propheten regiert. Nach mir wird es keine Propheten mehr geben, nach mir wird es Kalifen geben. Also folgt den Kalifen. Also sagen sie, wir werden nur noch den Kalifen befolgen, egal was passiert. Satan, man hat das Lesen und das Schreiben sowieso nicht so großartig in den Ländern damals gemacht. Also jede Gruppe hat gedacht, sie ist richtig, und jede Gruppe hat sich auf einen Teil des Islams basiert und hat gedacht, dieser Teil ist das Ganze. Haben wir das die ganze Zeit nicht erlebt in unserem eigenen Kreis? Guckt euch mal an. Einige sind dschihadistisch geworden, einige sind madrassistisch geworden, einige sind tasawufistisch geworden, einige sind itat-perest geworden, einige sind isyan-perest geworden. Also jeder hat irgendwo was gemacht. Und da möchte ich mal inshallah hier eine Geschichte erzählen, in diesem Rahmen, nämlich wenn 6 Blinde einen Elefanten beschreiben. Sie brachten 1-6 Blinde zu einem Elefanten, jeden von ihnen zu einem anderen Teil des Elefanten, und baten sie, den Elefanten mit ihren Händen zu halten und zu beschreiben. 6 Blinde kommen jetzt zu einem Elefanten und sie halten einen Teil des Elefanten fest und sie sagen, sie werden gefragt, was haltet ihr denn dort? Dann ließen sie sie beschreiben, wie dieses Ding, was sie in den Händen halten, aussieht. Einer der Blinden packte den Elefanten am Schwanz und sagte, der Elefant sieht aus wie ein Seil. Ein anderer packte den Rüssel des Elefanten und sagte, der Elefant sieht aus wie eine riesige Schlange. Der Dritte hat vom Elefanten seine Stoßzähne gehalten und sagt, der Elefant sieht aus wie ein Speer, wie ein Schwert. Der Vierte packte den Bauch des Elefanten und sagte, der Elefant sieht aus wie eine Wand. Der Fünfte Blinde packte das Ohr des Elefanten und sagte, der Elefant sieht aus wie ein großer Teller. Der Sechste Blinde packte das Bein des Elefanten und sagte, der Elefant sieht aus wie ein Baum. Alle drückten ein anderes Merkmal des Elefanten aus. Da sie kein ganzheitliches Bild des Elefanten im Kopf hatten, hatten sie keine Ahnung, was es war, was sie mit ihren Händen fühlten. Sie wussten, die gewonnenen Daten entsprechend ihrer Erfahrungserinnerung auszuwerten und zu beschreiben. Aus diesem Grund machten diese Erfahrungen, das Halten der verschiedenen Teile des Elefanten und die davon abhängigen Bewertungen, keinen Sinn. Und sie waren im Kontext falsch, weil sie in ihrer Kombination keine korrekte Beschreibung des Elefanten wiedergab. Das ist die Situation der Muslime. Das ist die Situation der Muslime und der vergangenen Strömungen. Eine Wahrheit, die zerteilt wird, ist keine Wahrheit mehr. Deswegen haben wir gesagt, im Auftrag des Islam, nicht im Auftrag von Mezheb A, Mezheb B oder Gruppe A, Gruppe B oder im Auftrag der irgendetwas, sondern im Auftrag des Islam. Daher ist es unsere Pflicht, den Islam als Ganzes zu sehen. Alles ist Islam. Und eine Wahrheit, die zerteilt wird, ist keine Wahrheit mehr. Parçalanan hakikat, parçalanan hakikat olmaktan çıkar. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Ja? So sagt Allah, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Glaubt ihr an einen Teil des Buches und verleugnet den anderen Teil? فَمَا جَزَاءُ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حِزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Diejenigen, die so etwas machen, für die wird es Schande in dieser Dunya geben. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Und sie werden am Tag des jüngsten Gerichts zu den schwersten der Strafe kommen. Das heißt, ihr könnt den Islam nicht zerteilen. Und das ist, was die sogenannten Muslime heute zu über 80% gemacht haben. Sie sagen, Islamen devletle alakası yok. Der Islam hat mit dem Staat nichts zu tun. Der Islam hat mit unserem heutigen Leben nichts zu tun.
Der Islam ist nur mit Achiret-Sachen zu beschäftigen. Ihr habt mitbekommen, heute, diese Woche gab es wieder in Türkei einen Skandal. Ein Diyanet Hocası hat zu Recht gesagt, die Lösung dieser Umma liegt beim Kalifat. Sofort hat man Anklage gegen ihn erhoben. Sofort. Weil er ist ein Beamter des Staates, Memur. Wie willst du einen Memur als Beamter des laizistischen Staates sagen, ich möchte ein Kalifat? Aber Alhamdulillah, dass es solche Menschen gibt, unter Diyanet, sage ich mal, die zumindest dann, wie gesagt, es gibt dieses Damar, ne? Es gibt diese Ader, wenn du diese irgendwann mal bei uns Leuten triffst, dann platzt das so. Und bei diesem Diyanet-Imam ist die Ader geplatzt und er hat gesagt, die Lösung dieser Umma liegt beim Kalifat, bei der Ausrufung des Kalifats. Und schon wurde er angeklagt wegen Bestrebungen des Wiederbeleben des Kalifats. Ich betone, das passiert alles unter der jeweiligen Regierung. So, inshallah, komme ich jetzt zu unserem letzten Überschrift. Und so werden wir inshallah unter dieser letzten Überschrift diese Sura auch beenden. Natürlich mehrere Verse, aber das ist die letzte Überschrift, nämlich das Ende dieser Route. Ich habe diese Sura begann mit dem glitzernden Weg der Diamanten. Jetzt habe ich weitergemacht mit der glitzernden Weg der Verkündung, weil das ist unser Weg. Also wir können nur unseren Weg gehen, indem wir die Verkündungsarbeiten auch machen. Bitte nochmal für die Brüder und Schwestern im Internet. Aber das ist jetzt nicht eine Sache gewesen mit diesen Unterstützung des Finanziellen, weil wir es unbedingt extrem nötig haben. Aber die Übersetzungsarbeiten, die sind sehr, sehr teuer. Und umso mehr wir zusammen bekommen, umso schneller können wir das machen. Also was nützt mir denn, wenn ich eine Arbeit über 40 Jahre verteile? Lass uns doch eine Arbeit in 5 Jahren doch fertig machen. Dann haben wir die Bücher doch zumindest alle mal. Deswegen können wir inshallah alle ein Teil dieses Gesamtprojektes inshallah ta'ala werden. Und wie kommt das Ende dieser Route, dieser Weg des Lebens? Ja? هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Erwarten Sie nur die Stunde, den Weltuntergang, dass sie plötzlich über Sie kommt, ohne dass Sie es merken? Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Die Herzensfreunde dieser Welt, al-akhillau yawma izin, die Leute, die auf dieser Welt Herzensfreunde gewesen waren, werden an jenem Tag eines des anderen Feind sein. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. An dem Tag an Auferstehung wird der Kind von seinem Vater, von seiner Mutter, von seinem Freund abhauen. Hier. أَخِلَّهُ يَوْمَ يَزِمْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدِ عَدُوَّمْ. Die Freunde werden an jenem Tag eines des anderen Feind sein. Wer? إِلَّا الْمُتَّقِينَ. Außer den Gottesfürchtigen. Außer den Leuten, die Verantwortungsbewusstsein haben. Ihr könnt auf dieser Welt Kumpel sein. Ihr könnt abhängen. Ihr könnt hier machen, ihr könnt Diskotheken machen, ihr könnt Arbeiten zusammen starten, ihr könnt Diskotheken gehen, was weiß ich machen, Session starten etc. Diese Leute, die werden untereinander Feinde sein am Tag des Sündgerichts. Aber dessen Freundschaft auf Islam aufgebaut ist, auf Verkündung aufgebaut ist, auf die Dawa aufgebaut ist, illa al-muttaqin, sie werden nicht an diesem Tag untereinander Feind sein, sie werden Freunde auch im Jenseits sein. Ya ibadi, la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. O meine Diener, keine Furcht, ich übersetze es mal Wort für Wort, O meine Diener, keine Furcht soll heute über euch kommen, noch sollt ihr traurig sein. Khauf, evet, wa khazin. Khauf ist meist für die Zukunft, Khuzn ist meist für die Vergangenheit gemeint im Koran. Khauf ist eine Sache für die Zukunft, Korkusum von etwas, was kommt. Und Khazin, Khuzn, ist eine Sache, aber türkisch der Bille, die zum Vergangenheit zurückzuschließen ist. Khauf geht mehr für die Zukunft, Khazin für die Vergangenheit. Wie können wir den Vers dann so erläutern? O meine Diener, keine Furcht über das Kommende soll heute über euch kommen, noch sollt ihr traurig wegen eurer Vergangenheit sein. Warum traurig wegen der Vergangenheit? Vielleicht habt ihr gesündigt, vielleicht habt ihr das gemacht. Es ist weg. Inshallah. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ihr, die ihr an unsere Zeichen glaubtet und uns ergeben wart, wa kanu muslimin, die uns ergeben wart, also Müslüman wart. Hier, Muslimin kommt nicht als Elif Lam, als Muslime, sondern als sie ergeben waren. Dieses Ergeben, Teslim Olam, Teslim Islam, ist das gleiche Teslim Islam wie im Evangelium in der Tora.
Das ist die Religion. Also ihr wart Gott ergeben gewesen. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Geht in das Paradies ein. Euch und eure Gattinnen wird Freude bereitet. Euch und eure Gattinnen wird Freude bereitet. Ich möchte jetzt hier nicht lange jetzt über das Wort reden, aber ich möchte nur eine Hindeutung machen, nämlich Tuchberum kommt von dem Wort Chubur. Und es gab einen Gelehrten namens El-Waqi, der hat Tuchberum als Musik übersetzt. Als Musik. Yani, geht in das Paradies ein, euch und eure Gattinnen in einer musikalischen Strömung. Şarkılar eşliğinde cennete girin. Da gibt es auch Hadithe, dass die Muslime, wenn sie ins Jannet kommen, mit einem Chor des Paradieses ins Jannet kommen. Deswegen kam der Gelehrte El-Waqi und hat dieses Wort Chubur, also die extreme Freude, Spaß, mit Musik des Paradieses kombiniert und hat gesagt, geht in das Paradies ein, euch und eure Gattinnen mit zusammen quasi mit dieser musikalischen Begleitung. Yutafu alayhim bi sahafin min dhahabin wa akwab fa fiha ma tashtahi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Es werden ihnen Schlüssel aus Gold und Trinkschalen herumgereicht. Darin gibt es, was die Seelen begehren und köstlich für die Augen ist. Talazzu al-a'yun. Also die Augen werden gözler lezzetlenecek. Das Deutsche fehlt mir so. Gözler lezzetlenecek. Normalerweise diller lezzetlenir. Man bekommt Geschmack an der Zunge, lezzetleniliyor. Aber hier bekommt telezzul eryun. Die Augen bekommen Geschmack durch das, was sie vom Paradies sehen. Und ewig werdet ihr darin bleiben. Das ist halt für die Muslime, die wirklich die Arbeit im Auftrag des Islam zu Lebzeiten gemacht haben. Telezzul eryun, in Jahannam kommt das Gegenteil, Jahim. Jahim heißt, die Augen werden so eine Angst bekommen, wenn sie das Feuer sehen werden, weil es ist ja nicht nur Feuer, dass durch dieses Jahim die Augen aus ihren Augenhöhlen rausfliegen werden. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Das ist das Paradies, das euch zum Erbe gegeben worden ist, für das, was ihr zu tun pflegtet. Warum? Was ihr zu tun pflegtet. Die Menschen werden aufgrund der Barmherzigkeit ins Paradies reinkommen, aber nicht aufgrund ihrer Taten. Wie haben wir den Vers dann hier zu verstehen? Die Taten bestimmen nur die jeweiligen Positionen und Stufen im Jenseits. Denn der Prophet a.s. sagte, keiner von euch wird durch seine Taten gerettet werden. لَنْ يُنَجِّ اَحَدَ مِنْكُمْ عَمَلُهُ. Siz hiçbiriniz amelinizle cennete girmeyeceksiniz. Keiner von euch wird mit euren Taten ins Paradies kommen. قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. Und die Sahabe sagten, auch du nicht, ja Rasulullah. Kommt keiner mit seinen Taten ins Paradies? Und er sagte, وَلَا أَنَا. Ich auch nicht. Außer, dass Allah mir eine Barmherzigkeit erweist. Ja? Keiner kommt mit seinen Taten ins Paradies. Die Positionen im Paradies werden nach den Taten definiert. Wir kommen alles mit der Barmherzigkeit Allahs ins Paradies. Natürlich sind die Taten natürlich unumgänglich. Lekum fiha fakiyatun kathiratun minha takulun. Darin habt ihr vielerlei Früchte. Früchte, die man essen kann, beziehungsweise dabei habt ihr auch vielerlei Früchte eurer Taten. Früchte eurer Taten, eine amelinizin meyvesi olarak kann man das auch verstehen, von denen ihr esst, weil man bekommt in Jannet keinen Hunger. Und wann isst man Früchte? Vor allem ihr? Nach dem Essen. Man isst Früchte eigentlich nicht, um satt zu werden. Man isst Früchte, weil man einfach Lezzet damit haben möchte. Und genau hier kommt das auch so vor. Darin habt ihr vielerlei Früchte, in Klammern die Früchte eurer Taten, von denen ihr esst. Innal mujrimine fi azabi jahannama khalidun. Gewiss, die Übeltäter, die sich die Sünde zum Lebensstil gemacht haben, hingegen werden in der Strafe der Hölle für ewig bleiben. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sie, die Strafe wird ihnen nicht herabgesetzt und sie werden darin ganz verzweifelt sein. Iblis kommt hier vor. Iblis heißt
verzweifelt. Mublisun heißt, die Leute, die werden im Föhlenfeuer, werden sie verzweifelt sein. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُهُمْ ظَالِمُونَ هُمُ الظَّالِمِينَ. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie sind es, die Unrecht getan haben. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِي عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِسُونَ. Und sie werden alle in Jahannam rufen, O Malik. Wer ist Malik? Malik ist der Führer des Jahannam, der Engel. Malik. Die Leute des Jahannam werden rufen, Ja Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Wir wollen sterben hier, wir wollen also Subura. Subur heißt nicht tot, Subur heißt vernichtet werden, dass wir nie wieder auferstehen. Deswegen steht in der Sura Furqan geschrieben, ruft nicht einmal um Vernichtung, ruft mehrmals um Vernichtung. Und sie werden rufen, alle in Jahannam, O Malik, der Chef des Höllenfeuers, dein Herr soll unser Leben ein Ende setzen. Qale innakum makisun. Er sagt, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Wisst ihr, was Abdullah ibn Abbas zu diesem Ayat sagt? Abdullah ibn Abbas sagt, Imam Tabari sagt das, nachdem die Leute der Hölle Malik auf diese Weise fragen, wird er ihnen erst nach 1000 Jahren antworten. Also ich fand das krass. Wenn du das so liest, denkst du, sie haben gefragt, er hat geantwortet. Eigentlich sagt Ibn Abbas, im Tabari steht das geschrieben, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لَيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فَأَجَابَهُمْ بَعْدَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّكُمْ مَالِكُمْ مَاكِسُونَ. Er antwortet ihnen nach 1000 Jahren erst. 1000 Jahre später antwortet er und er sagt, ihr werdet hier bleiben. لَكَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ بِالْحَقِّ كَارِهُونَ. Wir sind zu euch mit der Wahrheit bis zu euren Füßen gekommen. Aber den meisten von euch ist die Wahrheit zuwider. Ja? أَمْ أَبْرَامُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. Oder haben sie sich eine Sache ausgedacht? Auch wir können uns eine Sache ausdenken. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْنَا يَكْتُبُونَ. Oder meinen sie, dass wir ihr Geheimnis und ihre vertraulichen Gespräche nicht hören? Ja doch, unsere Boten sind bei ihnen und schreiben alles auf. Muqatil ibn Sulaiman, der erste Tafsir-Schreiber, sagt, damit ist das Gespräch in Darun Nedwe gemeint. Als die Muschrikun sich in Darun Nedwe heimlich getroffen haben, das passt zu diesen Jahren des Propheten, und sie haben gesagt, wie können wir den Propheten Mohammed töten? Allah sagt, oder meinen sie, dass wir die Geheimnisse und ihre vertraulichen Gespräche nicht hören? Ja, ne? Und doch, wir haben auch Boten, Engel schreiben auch mit. Das sagt Muqatil bin Sulaiman. Neuzeitgelehrten sagen, das finde ich fast interessanter, und interpretieren das folgendermaßen und sagen, damit ist das Konzil von Nicea gemeint. Weil hier geht es um Jesus, eigentlich der Bandbreite ging um Jesus vorher. Und hier sagt Allah, meinst du, wir wissen nicht, was sie im Konzil von Nicea getroffen haben, als sie sich im Jahre 325 nach Christus in Iznik getroffen haben, um das wahre Islam von Isa zu verändern, um die Trinität, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, Sonntag zum Heiligen, etc. Ich kenne die ganze Geschichte. Meinst du, wir haben nicht dabei zugehört, wie die wahren Bischöfe rausgeworfen worden sind, wie Nikolaus die Nase gebrochen worden ist, etc. Das ist auch eine Interpretation, eine sehr gute sogar. Aber was sagen wir natürlich als Koranprojekt? Koranprojekt muss immer die Aufgabe haben, alles unter einem Dach zu stellen. Und zwar, natürlich ist dieser Vers universal in allen Zeiten zu verstehen. Sie haben einen menschlichen Geheimdienst und wir haben einen göttlichen Geheimdienst. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Sag und sprich, wenn der Al-Abamer Kinder hätte, wenn das so wäre, wäre ich der Erste, der ihm dienen würde. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Preis sei dem Herrn der Himmel und der Erde, dem Herrn des Thrones, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. فَزَرْهُمْ يَخُودُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ. So lasse sie schweifende Gespräche führen. Lass sie, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich versuche, dass ihr das versteht. Lass sie weiter labern.
So, labern passt eigentlich zum Koran nicht, aber damit man es versteht, lassen Sie diese abschweichenden Gespräche weiterführen und ihr Spiel treiben, bis Ihrem Tag begegnen, der Ihnen angedroht ist. Die Muschrikun sind so. Ja, natürlich sind wir Muslime, aber wir glauben noch an Allah. Mein Vater war doch auch Hodja gewesen. Guck mal, meine Mutter betet doch auch. Ich bin halt Demokrat. Wir denken doch an das Gute für unser Volk. Ja, Schritt für Schritt werden wir diese Sachen einführen. Ja, aber die Christen, ja, Jesus, Vater, der Gott ist unser Vater, aber das ist ja nicht wörtlich Vater zu verstehen, eigentlich ist das symbolisch der Vater zu verstehen. Und Jesus, der Sohn Gottes, ja, Kind Gottes, aber sind wir nicht alle Kinder Gottes? Sind wir nicht alle der eingehauchte Hauch von Allah, ja, ein Ruhullah? Und so versuchen sie abschweichende Worte zu machen. Oh ja, wir glauben doch an Allah, aber diese Götter in Mekke, liuqarribuna ila Allahi zulfa, wir beten sie ja nicht an. Sie sollen uns doch nur Gott ein bisschen näher bringen, Jane. Alle hier, das, und lasse sie einfach weiterreden. Lass sie weiterreden und ihr Spiel treiben, bis an dem Tag begegnen wird, an dem sie auferstehen werden. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Er ist es, der im Himmel Gott ist und auf der Erde Gott ist. Also seine Autorität ist im Himmel und seine Autorität ist auf Erden. Er ist nicht nur im Himmel Gott, er ist der Allweise und Allwissende. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und segensreich ist derjenige, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, gehört, der das Wissen über die Stunde besitzt und zu dem ihr zurückgebracht werdet. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und diejenigen, die sie anstatt seiner anbeten und anflehen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt und sie wissen es. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُنَّ لَيَكُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Wenn du sie fragst, die Muschrikun, egal wen du sie fragst, auch egal, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, Allah hat sie erschaffen. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Wie lassen sie sich also abwendig machen vom wahren Weg des Islams? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. Jetzt kommt der Prophet und sagt, und bei seinem Ausspruch des Propheten, wo er nicht mehr kann und sagt, إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. O mein Herr, gewiss, das sind Leute, die nicht glauben. Ja, das soll ich machen. Das sind die Zeiten des Boykotts. Ich habe alles gemacht. Ich stehe auf dem Nullpunkt. Ich kann nicht mehr. Diese Leute glauben nicht mehr. Und der letzte Vers endet wie? Eigentlich mit dem Thema unserer heutigen Überschrift. Fasfach anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Jetzt kommt die Antwort von Allah. Übe Nachsicht mit ihnen und sprich Salam, Friede, sie werden es noch erfahren. Jane, breche in der Zeit der Verkündung weder den Kontakt mit ihnen ab, noch verliere die Hoffnung auf sie. In der Zeit der Verkündung, ich betone, in der Zeit der Verkündung hast du die Aufgabe als Mensch, als Prophet und als Umma des Propheten, deine Verkündung, auch wenn deine Hoffnung weg ist, immer noch weiterzumachen. Denn die Hauptaufgabe im Auftrag des Islams ist, war und bleibt die Verkündungsarbeit. Und die Verkündungsarbeit ist somit ein glitzernder Weg auf diese Route ins Paradies, wo wir selbst unseren Weg damit erleuchten. Indem wir anderen verkünden, indem wir andere Leute versuchen zu stabilisieren, stabilisieren wir und verkünden wir uns eigentlich nur selbst. Und deswegen möchte ich inshallah auch in diesem Rahmen mit dem heutigen Unterricht auch zu Ende kommen und mit der Sura Zuhruf inshallah, dass ich nochmal das sage, was ich am Anfang gesagt habe. Unterschätzt die Verkündungsarbeit nicht. Wir haben sechs Ansprechpersonen, sechs Gruppen von Menschen uns als Ziel genommen, ihnen den Islam zu verkünden, sowohl in türkischer und natürlich auch gleichgewichtig in deutscher Sprache. Dafür brauchen wir Übersetzungsarbeiten, dafür brauchen wir sehr viele Kosten. Ja, damit ihr später diese Bücher inshallah vor euch liegen habt, dass ihr das später euren Kindern geben könnt, euren Freunden geben könnt, euren Feinden geben könnt, euren Kontrahenten geben könnt, damit wir das parallel zum Video haben. Und wenn wir inshallah das in deutscher und in türkischer Sprache parallel ausgeglichen haben, sowohl in Videoformat als auch in Schriftformat, dann werden wir inshallah in der arabischen Sprache inshallah diesbezüglich weitermachen. Wie gesagt, aktuell übersetzen wir oder bearbeiten wir schon 5 Bücher auf Urdu, die wir dann inshallah auch später in den Madrasas dann inshallah verteilen werden. Und ihr könnt alles ein gemeinsamer Teil dieser ganzen Sache sein. Und wie gesagt,
Das Leben ist kurz und jede Sekunde arbeitet gegen uns. Deswegen ist unsere Aufgabe, diese Route noch mehr mit der Verkündung zu erleuchten. Jazakallahu khairan. Das war's mit der Sura Zuhruf. Wir werden inshallah den nächsten Unterricht mit der Sura Duhan, ich denke als einen Unterricht, dann weitermachen. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil quran hakaman wa imaman wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyan wa rasula. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.